Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition und wie immer. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper. Da höre ich mich selber. So. Wie immer mit dabei heute die Mondi als Scarlet de la Sombra. Hallöchen. Und der Kakko als Bruce der Gangrel. Nabend. Und der Rerion als Ronan de Tremere. Hey. Und last but not least, Feramin als Samantha, die Toreador. Hallo. Ja, wir spielen heute wieder eine lustige Runde in der Stadt ohne Namen. Ja, seid euch gewahr da draußen, dass wir in der World of Darkness ein Rollenspiel zusammenspielen. Das heißt Rollenspiel, wir verkörpern Rollen, das heißt... Naja, nehmt uns nichts krumm, was wir hier irgendwie machen, denn wir ja, agieren wie Schauspieler oder ähnliches in Rollen und ihr könnt gerne die Charaktere nicht mögen, aber bitte nicht die Spielerinnen und Spieler. Und wir sind in der World of Darkness unterwegs, das heißt, es kann düster werden, was die Themen angeht. Und da wir hier ein Vampirspiel spielen, ist es ja sehr wahrscheinlich, dass auch blutige Dinge passieren oder andere düstere Dinge. Wenn euch irgendwas triggert oder so, schaltet lieber aus, spult vor, zurück oder sonst irgendwie was, guckt einen anderen Stream. Ich habe gerade gelesen, City of Mist ist bei Mist ist auf dem Kanal von Rarasal unterwegs. Vielleicht gefällt euch das besser. Obwohl City of Mist ist auch ziemlich gruselig, teilweise. Naja. Gut. Passt auf euch auf. Ja, wir haben heute den letzten Stream für Vampire The Masquerade Blood and Sand. In diesem Jahr. Und das Jahr ist ja nicht mehr so lang, nicht wahr? Gut, und wir sind immer noch in der Stadt ohne Namen unterwegs, das hatte ich hier gerade schon gesagt. Und ja, beim letzten Mal haben wir eine Elysiums-Folge gehabt, also wenn wir das Zwischenspiel mal nicht mitrechnen. Und da sind nun einige Dinge passiert, die ein bisschen Erwähnung finden sollten. Zum Beispiel hat es einen Amtswechsel gegeben. Ronan ist nicht mehr Sheriff der Stadt, sondern jetzt ist Samantha Sheriff der Stadt. Und ja, Scarlet hat in Aussicht gestellt bekommen, dass ihr Clan einen Platz im Rat bekommen könnte, wenn sie denn beweisen würde, dass sie richtig zur Camarilla gehört oder gehören will. So richtig mit allem drum und dran. Ja, und ich weiß, auf dem Elysium ist Bruce eigentlich ziemlich gut weggekommen. Der ist, glaube ich, ziemlich unbehelligt geblieben mit allem drum und dran, so. Ja, und Ronan hat tatsächlich das getan, was ihm aufgetragen wurde. Er hat ein Urteil vollstreckt und ja, hat sich dadurch ein bisschen Respekt verschafft in der Stadt und ja, trotzdem die Verantwortungssachen direkt an Sam abgegeben, nachdem er sich denn dann Respekt verschafft hat. Aber Ronan plant jetzt etwas mehr ja, der Detremer zu sein, anstatt der Sheriff. ja, und ja, wir schauen mal, wie das Ganze so vonstatten geht. Außerdem ist auf dem Elysium einiges passiert. Eigentlich hatten die Charaktere ja vor, den guten Frank, den Primogen der Malkaviana, zu konfrontieren mit etlichen Anschuldigungen. Und er ist nicht den Charakteren zuvorgekommen, sondern es haben sich einige Ereignisse ereignet, die vorher nicht so auf der Agenda standen. Nämlich die vorher verschwundene Angela, die Primogen der Brucha, die verschwunden war, ist wieder aufgetaucht, allerdings in einem geistig sehr zerrütteten Zustand. Und Isaiah, der Schoßhund des Prinzen oder der Prinz ja, hat einige Anschuldigungen vorgebracht, hat angeblich oder anscheinend Recherchen betrieben
und ja, hat herausgefunden, dass es wohl wirklich einmal Kaviar in einer Stadt gibt, der hier einigen Dreck am Stecken hat, aber es ist nicht Frank, sondern es ist, auch ein Graham, nämlich Ronans Schwiegermutti, wenn man das so nennen darf, die Sire von Jelly. Die konnte sich nur ganz schwer und ganz schlecht verteidigen. Und alle Indizien weisen oder haben darauf hingewiesen, dass sie schuldig ist. Nur durch einen Gedankenkontrolltrick von Ronan einem Machtwort, das Ronan gesprochen hat, auf Vertrauensbasis gegenüber dem Prinzen, konnte man die sofortige Exekution von ihr abwenden. Und soweit ist es momentan, dass sie nur inhaftiert ist in Sams Knast, wenn ich das mal so benennen darf. Er hat ja ein Gefängnistrakt, also in Anführungsstrichen Gefängnistrakt, ein paar Ausnüchterungszellen, so könnte man es vielleicht nennen, in ihrem Club. Außerdem ist auf dem Elysium noch die ganze Sache um Angela dann halt irgendwie ein bisschen hochgekocht. Das heißt, man brauchte ja auch eine Umgehensweise mit dieser etwas, angeschlagenen Primogen und ihrem Ghoul. Also Jelly ist ja offiziell nur der Ghoul von Angela und keiner weiß, dass Jelly Thinblood ist. Die Stadt und der Prinz ist weiterhin sehr negativ gegenüber Thinblood eingestellt. Das ging so weit, dass der Prinz am Ende des Elysiums eine Blutjagd auf die Thinblood ausgerufen hat. Und damit ist jeder Vampir verpflichtet, die Thinblood zu jagen und auszuliefern oder, im Prinzip sind sie freiwillig, aber das waren sie vorher eigentlich auch schon, wenn man ehrlich ist. Ja. Die zweite Personengruppe, die eine Blutjagd bekommen hat, was einigen ziemlich drastisch erschien, ist die Blutjagd gegen John und den Dicken, die sich ja bei Scarlett gemütlich gemacht haben in der Bibliothek. Ist es nicht ganz klar geworden, auch für die Leute, die zuschauen. John und der Dicke können nicht so besonders gut mit der Kamarilla der Stadt, beziehungsweise mit der Obrigkeit der Kamarilla der Stadt. Eigentlich sind sie ja sehr Kamarilla-treu, eigentlich Kamarilla-Vampire. Aber schon beim ersten Elysium und ständig in Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten der Stadt sind sie da ein ums andere Mal angeeckt. Und besonders John hat sich ja auch mit dem Prinzen, nicht besonders gut gestellt. Und ist ja auch ein ausgeschriebener Feind von Isaiah. Und da Isaiah und der Prinz so ziemlich zusammenmuckeln, ist es doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass Isaiah dem Prinzen da ein bisschen was gesteckt hat und daher die Missgunst des Prinzen dazu geführt hat, dass es sofort eine Blutjagd gibt, weil John und der Dicken beim Elysium halt nicht aufgetaucht sind. Die Anarchen waren auch anwesend, zumindest eine Abteilung der Anarchen. Und die dürften eigentlich gar nicht so viel, hatten gar nicht so viel zu tun. Die hatten ein bisschen Zeuge gespielt und haben sich ein bisschen darüber echauffiert, wie dann hier alles abläuft. Und besonders beim Rausgehen dann nochmal ihren Unmut kundgetan. Und hat das Elysium zumindest für die Anarchen ist so ein schönen Einblick in das Innenleben und den Zusammenhalt und die Struktur der Kamarilla der Stadt gegeben. Wobei, es ist so eine kleine Stadt, da ist es eigentlich sehr übersichtlich. Die Nosferatu sollen auch einen neuen Primogen wählen.
da Ronan ja John, nicht John, Joe verurteilt hat und auch das Urteil verstreckt hat mit dem ewigen Tod. Und wie es aussieht, wird wohl der unser aller Lieblingsvampir Wanze, der neue Primogen der Nosferatu, wobei das noch nicht hundertprozentig feststand. Der Prinz hat gesagt, es ist Clans-Angelegenheit und es sollte irgendwie nur ja, rechtzeitig zurückgemeldet werden, wer denn jetzt der Primogen ist. Und aber Wanze schien sich ziemlich sicher zu sein, dass er das ist. Und ja, mal schauen, wie das dann da weitergeht. Genau. So, und dann haben wir noch zwei Zwischenspiele gehabt, die so um das Elysium herum geistern. Einmal ein Gespräch zwischen Scarlett und Ronan, wo einiges passiert ist. Und ein Gespräch zwischen Malcolm und Jelly, wo auch ganz viel passiert ist. Von letzterem wissen die Charaktere nichts, außer dass Jelly eine Nachricht gesandt hat an ja, Scarlett, Sam, Bruce und Ronan. Ich weiß gar nicht, habt ihr die bekommen, was Jelly euch mitgibt, oder hat sie das nur mir geschickt, die gute Feder? Sag mal kurz was, ich habe hier... Ich habe nichts bekommen. Nee. Nicht, okay. Dann schauen wir nochmal, damit ich euch jetzt hier nichts Falsches sage. Discord wieder öffnen, damit ich das hier mal aufrufe. Genau. Also sie hat mir um 7:45 nochmal was geschrieben, okay. Also sie hat euch eine Nachricht zukommen lassen. Ich kann euch die mal vorlesen. Also. Entschuldigung, mal erstmal was trinken. Die Koala erzählt heute wieder zu viel. So. Die Nachricht von Jelly lautet: Ihr müsst auf Isaiah aufpassen. Erstens. Isaiah hat Privatdetektive auf Sam, Ronan und Bruce angesetzt. Sie sollen euch beschatten und verfolgen. Lasst euch nicht erwischen, wenn ihr sie gefunden habt. Das wird sie nur unnötig aufscheuchen. Zweitens. Isaiah ist Teil einer wirklich großen Organisation, die vermutlich von den Ventru geführt wird. Er führt regelmäßig Telefonate und Gespräche mit Leuten außerhalb der Stadt. Sie sind alle Teil von verschiedenen Anwaltskanzleien aus großen Städten, New York, Los Angeles und so weiter. Durch diese Gespräche gibt er Informationen über die schlechte Lage der Camarilla weiter nach draußen. Außerdem lässt er sich regelmäßig darüber aus, wie schwach er die Camarilla hier findet. Es gibt gesicherte Audioaufnahmen. Drittens. Die Organisation, der er angehört, ist ein großes Netzwerk, welches auch Online-Präsenz hat. Sie haben großes Interesse an der Stadt und Isaiah soll hier die Ankunft vorbereiten. Von wem oder was wurde nicht gesagt, aber es klingt nicht so, als wären die Pläne der Ventru für diese Stadt tauglich für andere Clans. Viertens. Die Organisation steht unter Zeitdruck, da es scheinbar Konkurrenz um den Anspruch und die Macht der Stadt gibt. Achtung, Spekulation meinerseits. Eventuell sind es die Tremere. In Gesprächen mit Isaiah konnte ich die Begriffe die Sieben und die Töchter von Crone aufschnappen. Auch der Begriff Hartstadt fiel des Öfters. Sie, vermutlich die Tremere, versuchen anscheinend einen Fehler, den sie 2008 begangen haben, wieder auszubügeln. Außerdem wird immer davon gesprochen, dass Europäer nach hier kommen sollen und dass Kanzleien aus Österreich unter finanziellen Druck gesetzt werden sollen. Keine Ahnung, ob ihr irgendwas damit anfangen könnt. Fünftens. Isaiah kriegt große finanzielle Zuwendungen von der Organisation. Sie stellen ihm in Aussicht, dass wenn er seinen
Auftrag ausgeführt hat, sein Fehler wieder gut gemacht wird. Keine Informationen konnte ich finden über ICRs Fehler. Keine Informationen sind generell über ICR verfügbar. ICR ist vermutlich nicht mal sein richtiger Name. Diese Person scheint nie existiert zu haben. Sechstens, ICRs Auftrag. Die Situation in der Stadt soll stabilisiert werden. Die Ankunft soll vorbereitet werden. Er soll vorsichtig sein. Achtung, Druckpunkt meinerseits. Isaiah kriegt seine Anweisungen und gibt seine Informationen über Shane Jones nach außen weiter. Shane Jones scheint ein Bote zu sein. Eine Beteiligung des Prinzen ist aber unwahrscheinlich. Siebtens. Ihr könnt Lillian nicht mehr vertrauen. Sie ist sein Ghoul. Außerdem weiß sie, was ich bin. Sie ist sehr gefährlich, weil sie alles tun würde, um Isaiah zu schützen. Seid euch bewusst, dass sie jederzeit die Bombe platzen lassen könnte. Noch hält Isaiah sie zurück, weil, achtens, er wird versuchen, euch mit meiner Existenz und eurem Schweigen darüber zu expressen. Insbesondere Ronan, weil er durch ihn sich Einfluss auf die Tremere erhofft. Noch empfindet er euch als nützlich. Sobald ihr das aber nicht mehr für ihn seid oder zu einem Risiko werden würdet, könnte er sich gegen euch wenden. Ich werde weitersuchen. Und ihr sucht mich nicht. Das sind die Informationen, die ihr bekommen könnt. Und ich würde sagen, nach dem Elysium habt ihr bestimmt irgendwie Möglichkeiten, um euch nochmal auszutauschen, vielleicht im Club gemeinsam. Dann können wir ja mal damit starten, weil Ronan und Scarlett haben ja auch noch was zu erzählen. Haben wir dann zu dem Zeitpunkt schon die Nachricht bekommen? Weil wenn es direkt nach dem Elysium ist, dann... Ja, ich denke mal, wir springen ein paar Tage nach vorne. Okay. Irgendwie zwei Tage. Sagen wir mal zwei Tage nach vorne. Ja, passt. Dann hat auch Ronan in der ganzen Zwischenzeit seine Unterlagen, die er so gesammelt hat, zusammengebracht, damit er die durchsichten, damit sie direkt starten kann. Ja, ich bin ja sowieso im Club. Geh mal stark von aus. Die Nachricht ist übrigens bei euch allen mehr oder weniger aus dem Nichts aufgetaucht. Bei Sam lag sie irgendwann so auf dem Schreibtisch. Kurze Frage, hat Scarlett die auch gekriegt? Weil ja, ich habe ja bisher so überhaupt keine Beziehung zu Jelly, deswegen weiß ich nicht, ob sie mir Scarlett hat die auch bekommen. Okay. Lag irgendwann auch neben deiner Schlafstätte als du aufgewacht bist morgens, also abends. Okay. Kleiner creepiger Hinweis. Moment, die lag neben meiner Schlafstätte. Ja. Oh. Okay. Gut. Wichtige noch, da wir ein paar Tage gesprungen sind, ich hätte definitiv erstmal John und dem Dicken Bescheid gegeben, dass eine offizielle Blutjagd ausgerufen ist. Dementsprechend, die sollen jetzt das unterste Level fahren, dass die nicht irgendwie angegriffen werden. Ja, du hast sie seit dem Elysium nicht gesehen. Also von daher. Aber du kannst ihnen gerne eine Nachricht hinterlassen. Okay, also sind die quasi schon... Okay. Also du hast sie auf dem Elysium auch nicht gesehen, aber ja. Nee, deswegen, aber die haben, ich kann davon ausgehen, die haben die Information gekriegt. Irgendwie, die wissen Bescheid. Du hast sie halt nicht gesehen seit dem Ding. Von daher. Okay. Gut. Aber die haben auch die ganze Zeit hier unter dem Radar gelebt, also werden die auch entsprechend, denke ich, weiter unter dem Radar leben und die Info kriegen sie bestimmt.
irgendwie. Na, wir wissen ja nicht, wo der Dicke war, ne? Sei es der Dicke über die Nosferatu. Ja. Klar über Sekte. Das bitte noch nicht so. Achso, ja, gut. Ja, ich gehe mal davon aus, wir werden uns dann an dem Tag auch relativ, oder an dem Abend auch relativ früh treffen. Wenn es Dinge zu bereden gibt. Denn ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich auf jeden Fall schon mal im Club vorher bin. Bin ja jetzt offiziell auch Sicherheitschef. Und ich weiß nicht, vielleicht kommen die anderen danach. Ich bin aber recht früh immer wach. Ne? Kann dann schon mal. Yeah, hohe Menschlichkeit. Yeah! Ich könnte früher aufstehen als ihr. Ich hätte. Stunde oder so. Ich kann eine Stunde, also direkt, wenn die Sonne untergegangen ist und nicht mal am Horizont zu sehen ist, aber es noch hell ist, kann ich wach werden. Das ist schon ganz nett. Ja, ich hätte dann halt wahrscheinlich schon mal, ich kann ja davon ausgehen, dass ihr anderen noch schlafen werdet, hätte ich schon mal soweit das Sicherheitspersonal trotzdem schon mal so instruiert, weil die sind ja wirklich immer noch da, ne? Oder war jetzt schon der offizielle Start des Clubs? Ja, ne? Ja. Dann hätte ich ja sowieso mit denen eigentlich wieder so ein Briefing gemacht. Das würde dann wahrscheinlich jeden Abend passieren. Und dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal am Einlass warten, weil ich habe wahrscheinlich eh nichts zu tun. Erstmal, ich werde die dann ja so einteilen, dass ich dann nicht den ganzen Tag da rumlungern muss, wenn ich nicht weiß, dass wir irgendwas zu tun haben. Und dann würde ich mal warten, bis ihr kommt. Ich gehe mal davon aus, wir haben uns ja irgendwie verabredet. Ich überlege gerade, also ich glaube, Ronan würde tatsächlich vorher bei Scarlett vorbeifallen in der Bibliothek. Weil ihm da noch eine Kleinigkeit eingefallen ist. Und dann können sie ja quasi zusammen zum Club fahren. Mhm. Gut. Also er wird dann da aufschlagen. Ich muss doch kurz warten, ich brauche noch eine Bestätigung. Kurz für eine Info. Naja. Okay. Ja, Scarlett scheint ein bisschen, so hast du sie noch nicht erlebt, aber sie scheint ein bisschen, ja, wütend zu sein. Ist ein Buch kaputt? Nein, aber es ist etwas aufgetaucht, was da nicht lag, als ich zu Bett gegangen bin. Und ich halte so die Nachricht hoch. Die von Jelly. Er auch. Lag die auch neben deinem Bett? Ja. Einfach so? Ja. Ja, bei Ronan lag sie auf dem Schreibtisch. Ja. Auf meinem Schreibtisch, aber. Okay. Ich falte die Nachricht so zusammen und tue die halt in meine Tasche, die ich immer dabei habe. Was kann ich für dich tun, Ronan? Hallo erstmal. Weißt du, Ich dachte, wir treffen uns ja nachher alle im Club, aber eine Sache wollte ich noch dich fragen, bitten, wie auch immer. Klar. Falls du irgendwann John sehen solltest, ja. Könntest du ihn was von mir fragen? Falls ich ihn sehen sollte, ja. Der Eiffelturm. Steht in Paris. Andrew und Katharina. Ob sie zu irgendeinem Zeitpunkt oder zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass sie verfolgt und beobachtet werden und ob er genau weiß, wie Katharina gestorben ist. Also wirklich ganz genau. Werde ich tun. Ich brauche einfach ein paar weitere Puzzlesteine. Hat das einen besonderen Grund, dass du nachfragst? Da ich die beiden gesehen habe,
durch die Augen von jemand anderem. Wüsste ich gerne, ob jemand das Liebespaar beobachtet hat. Ob ihm da was aufgefallen ist. Und auch wenn es heißt, dass die Nazis für den Tod von Katharina verantwortlich sind, mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, dass das so genau war. Ich werde ihn fragen. Aber ich mache dir nicht allzu große Hoffnungen. Seit dem Elysium sind beide verschwunden. Tja, untertauchen konnten sie vorher schon. Mhm. Der Brief macht mir aber auch Sorgen. Ich meine, ja nicht, als hätten wir nicht genug gehört, ne? Tatsächlich kann ich gar nicht so viele ungewöhnliche Sachen darin feststellen. Die Ventrus waren schon immer organisiert. Ja, aber ich habe euch sehr unterschätzt. Okay. Für jemanden, der so jung ist, scheint er weit besser verzweigt und vernetzt zu sein, als ich dachte. Das ist die Stärke der Ventrus. Weißt du, wenn man immer nur hört, dass er wegen einem Fehler verbannt wurde, rechnest du nicht damit, dass es da ein größeres Netzwerk gibt, was ihm noch immer unterstützt. Fehler werden bei dem Ventro nicht einfach verziehen. Du weißt nicht, was schiefgelaufen ist und an welcher Sache er dran war. Außerdem... Wenn das eine Wiedergutmachung ist, dass sie die Ventrus wieder stärker machen wollen in dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob nach außen gedrungen ist, dass Ventrus hier eigentlich nicht toleriert werden. Es ist nur verständlich, dass sie dementsprechend hier ihre Präsenz erhöhen wollen. Außerdem, ich fühle mich ein bisschen für Isaiah und seine Taten mitverantwortlich. Warum? Hast du ihn ermuntert? Hast du ihn ans Händchen genommen? Und gesagt, hier, stell dich gut mit Sabra? Nein, aber ich habe ihn quasi direkt in Sabras Arme gespielt. Wie meinst du das? Er hat sich auch hier einen Fehltritt geleistet. Ein Maskeradebruch. Okay. Den ich vertuscht habe. Das wirst du ja nicht umsonst getan haben. Ich habe, das war kurz nachdem das Trüppchen, also die Klüngel um den Dicken und so weiter in die Stadt gekommen ist. Die waren noch alle sehr, sehr grün hinter den Ohren. Naja, außer Andrew, John und der Dicke, aber die haben sich sehr rausgehalten. Mhm. Und ich habe Isaiah zur Rede gestellt. Wegen dem, nennen wir es Fauxpas. Und er hat mit typischer Ventru-Arroganz reagiert und mit einer dezenten Drohung. Okay. Was für mich der Auslöser war, zu sagen, okay, der braucht einen Denkzettel. Jetzt machst du mich neugierig. Wie hast du ihn vorgeführt? Ich habe dem Maskeradebruch angezeigt. Und Veronica hat sich drum gekümmert. Isaiah war verschwunden. Weg. Einfach weg. Rabiate Lösung, aber gut. Was hast du da genau vertuscht an der Geschichte? Naja, er hat einfach mehr oder weniger in einem Hauseingang jemanden ausgesaugt und nicht darauf geachtet, dass das jemand gesehen hat. Ich habe dafür gesorgt, dass die Familie... die Hinterbliebenen des Opfers keine Fragen mehr stellen. Das ist sehr nett,
Aber glaubst du nicht, dass es für dich wirtschaftlicher gewesen wäre, wenn du einfach einen Gefallen von ihm gefordert hättest, anstatt ihn zu verpetzen? Weißt du, bei Ventru bin ich vorsichtig, was Sachen betrifft, die ihm peinlich sind und Beherrschung. Von Ventru fordere ich lieber keine Gefallen, da man dazu neigt, die Gefallen zu vergessen. Gefallen kann man nicht vergessen. Denn sie haben das Gedächtnis löschen schon. Gut, wenn man so sicher spielen will, wirst du es schwierig haben, bei uns in der Gesellschaft langfristig zu überleben. Naja, aber vor allen Dingen, ich kannte Aisea ja nicht richtig, deswegen wusste ich nicht genau, wie er reagiert. Das war also auch ein Test, letztendlich. Tja. Und der Prinz hat den geflockten Aisea ja wieder ausgebuddelt. Rabiate Methode. Nicht nur einfach entführt, sondern gepflockt, verbuddelt. Ich weiß nicht, ob Joe da mit drin hing oder wer auch immer da noch was, aber ich glaube, das ging ziemlich unter der Hand, hatte ich so das Gefühl. Ich hätte ja eine öffentliche Ohrfeige, so ein öffentliches Bloßstellen vorgezogen, aber gut, ich hatte nichts zu melden. Was, glaube ich, noch schlimmer gewesen wäre für den Ventru als das Pflocken und Verbuddeln. Ja, im Nachhinein wäre es aber besser gewesen. Ich kam mit mehreren anderen zusammen in die Stadt, unter anderem einem Toreador namens Diego. Der hat sich auch ein Fauxpas geleistet. Was genau, weiß ich nicht, aber Ellen hat ihn und ihre Fittiche genommen. Okay, ja. Und dann hat der Prinz verfügt, dass Diego an Aisea verfüttert wird. Ein Amarant, interessant. Von dem niemand etwas weiß nach außen. Und Ellen macht sich in ihren String. Vor Angst. Da das auch eine Botschaft gegen Clan Toreador sein sollte. Interessant. Jedenfalls ist Aisea damit indirekt durch mich mächtiger geworden. Aisea weiß, dass es meine Worte waren, die ihn zu der Starre verurteilt haben. Und damit ist mehr oder weniger auch Diegos Leben klebt an meinen Händen. Hervorragend. Du nimmst dir das alles ziemlich zu Herzen. Ich hoffe nur, dass du für die Zukunft etwas daraus gelernt hast. Hättest du ihn einfach nur darauf angesprochen und gesagt, du, pass auf, Maskeradebruch, unschöne Geschichte. Pass auf, ich vergesse das, dafür schuldest du mir was. Ich glaube, das wäre für alle Parteien besser gewesen. Ja, beim nächsten Mal gibt's einfach einen Kopfschuss. Ein Kopfschuss, dann kann er dir auch nicht mehr helfen. Und dann verbuddel ich den eigenhändig irgendwo. Dann kann er dir immer noch keinen Gefallen erbringen. Gefallen. Du warst in einer Notsituation, Ronan. Ich bin mir sicher, Aisea hätte dir helfen können, als die Leuchteschrift bei dir am Himmel erstand. Tja, man lernt durch Erfahrung, nicht wahr? Richtig. Und grundsätzlich, die Ventrus, ich will sie nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen. Da bin ich weit, weit ab davon. Aber sie haben überlebt die Jahrtausende, weil sie gute Geschäfte machen können. Tja. Das ist ihre Stärke. Und es gibt noch weitere Clans, die der Beherrschung mächtig sind. Wenn du Angst davor hast, dass das jemand gegen dich einsetzen könnte, traust du dich irgendwann nicht mehr aus der Tür. Weil Tremere können das, mein Blut kann das. Ich bin mir auch sicher, mittlerweile sehr viele Clans können das. Tja, jetzt weißt du, warum ich bei Aisea ein persönliches Anliegen habe. Ja, und jetzt kann ich vor allem nachvollziehen, dass er dich auch in die Schusslinie mit reinnimmt. Was auch erklärt, warum er auf dich zukommt. Und ich halte den Brief wieder so hoch. Ja. Es ist gut, dass du kein Sheriff mehr bist. Wir spielen jetzt das Beschattungsspiel. Tatsächlich bin ich geneigt, mit Aisea das direkte Wort zu suchen.
Ich denke, das ist besser, als das hier weiter so eskalieren zu lassen. Wir finden raus, was Isaiah will, gucken, ob es mit unseren Plänen konform geht, ob man Kompromisse schließen kann, und dann sehen wir weiter. Weil ich glaube, dieses Katz-und-Maus-Spiel können wir nicht mehr gewinnen. Jetzt zumindest nicht mehr. Richtig. Bleibt zumindest immer noch der Faktor mit Jelly. Sie ist untergetaucht, hoffe ich. Ja, aber sein Wort hat Gewicht. Und wenn er aussagt, dass wir alle ein Sinnblatt geschützt haben, euch nimmt man das vielleicht noch ein bisschen ab, aber keiner wird einem Tremech abnehmen, dass er ein Sinnblatt nicht erkannt hat. Du bist nicht gerade das, was man unter dem Paradebeispiel eines Tremers versteht. Du meinst, das könnte noch helfen? Hat das dir nicht sogar deine eigene Primogen gesagt? Ich bin ungewöhnlich, ja. Liegt vermutlich daran, dass ich ihre bin. Abgesehen davon, wie will Isaiah beweisen, dass du es wusstest die ganze Zeit? Außerdem, du hast die beste Ausrede überhaupt. Du warst verliebt, meine Güte. Du hattest die rosarote Brille auf. Du hättest wahrscheinlich nicht meinen Gangrel von einem Toreador unterscheiden können. Kommt drauf an, was er anhat. Aber gut. Ja, was in dem Brief steht? Da würde ich mich auch gerne mit den anderen drüber unterhalten. Ja. Auf geht's, mein Auto? Nee, wir können auch mit meinem alten Dodge fahren. Hast du gute Musik drin? Ich habe ein Kassettendeck. Ich glaube, Henry hat auch noch ein paar Kassetten hier irgendwo rumspringen. Ace of Base oder so. Ich hab 3, 4 Kassetten mit irischer Folklore. Kannst du Präsenz? Die wirst du nämlich brauchen. Ansonsten werde ich anfangen, dich zu erwürgen. Such du die Musik aus und pack was ein. Fantastisch. Also Scarlett geht nochmal durch, wupp, 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 und dann ab in Ronans Wagen und dann aber schön. Es ist wirklich ein unglaublich alter, quietschender, knatternder Dodge. Der Ausbruch, ich stelle mir den vor wie den vom El Bandi. Ja, so ein bisschen ist der auch nur halt sehr dunkel lackiert. Aber es gibt quasi nichts, was Scarlett großartig kaputt machen kann, weil es so oldschool ist. Also wenig. Sehr schön. Ja, sie streicht auch so ein bisschen über die Motorhaube. Und dann einsteigen und ab zum Club. Wuhu! Ja, Bruce hatte den Zettel übrigens im Briefkasten. So. Ja. Mhm. Ja, ich habe den dabei, werde ich so in der Innenseite meiner Jacke tragen. Werde wahrscheinlich dann auch zu Anfang wieder vorne stehen, da am Einlass. Und wenn ich dann die beiden sehe, würde ich ganz kurz mit einem der Diensthabenden sprechen. So. Klingt mich gleich für einen Moment aus, dass du Bescheid bist. Alles klar, Chef. Dann auf die Schulter. Und die beiden könnt ihr reinlassen. Kennen die beiden. Okay. Man hört schon von weitem Kratz, Knatter, Knatter, Knatter. Von dem Motor und dem Auspuff. Ja, wenn das zu dem Zeitpunkt kommt, wo ich sage, ich kenne die beiden. Ja, wobei ich mir bei dem. Und dann mache ich so ein bisschen. Oh Gott. Begleitet von. Das kenne ich wiederum. Ist jetzt die Frage, was lauter ist: das Knattern, die Knatter, die oder die Musik? Kommt drauf an, ob die Fenster offen sind. Das klingt als Schießen. Frage ist, ob die Fenster überhaupt jemals wieder zugehen. oder jemals wieder aufgehen. Das ist also an der beiden Extremen. Hat der auch das Auto überhaupt Fenster? Es hat Fenster. Eine halbe Windschutzscheibe. Die sind sogar geölt, damit die reibungslos hoch und runter gehen. Ja, also okay. Wenn Scarlett, Bruce und Ronan dann den Hauptraum des Clubs betreten, kann Sam ja mal beschreiben, wie
die Toreador das jetzt genießt, wenn da volle Club-Atmosphäre jetzt schon seit ein paar Tagen läuft und eher oben in ihrem Büro und wühlt sich noch durch die Unterlagen von Ronan durch und eben auch diese Nachricht von Jelly, die da kam, die jetzt nicht gerade zu guter Laune beiträgt. Ich meine, ein paar Sachen irgendwie sind jetzt nicht so furchtbar überrascht, also dass Isaiah Dreck am Stecken hat und da irgendwie sein eigenes Ding kocht, das hat sich ja schon abgezeichnet gehabt, aber so dieses mit den Detektiven und eben er soll diese Ankunft vorbereiten, dann bekommt er auch Geld und ja, das ist alles jetzt nicht so wirklich erbaulich. Deshalb sitzt er wahrscheinlich oben im Büro, hat die Füße auf dem Schreibtisch und den Zettel in der Hand und denkt darüber nach. Ja, dann findet ihr sie so vor. Klopft dann an. Komm rein. Alles klar, Chef. Und dann mach die Tür auf. Und ich habe Gäste mitgebracht. Was für Gäste? Ach, das können sie beiden selber sagen. Ja. Ansonsten hätte ich dich gebeten, sie beim nächsten Mal vielleicht anzumelden. Und nicht einfach so hier reinzuführen. Aber bei den beiden ist es ja was anderes. Das dachte ich mir. Habe ich mir schon vorgemerkt. Ich lasse die beiden dann rein und will dann die Tür so verschließen. Hi. Hallo. Hey, Sheriff. Ronan? Irgendwie ist das immer noch ungewohnt. Sich dran gewöhnen müssen. Ist besser so. Ich gehe mal davon aus, und ich ziehe so aus meiner Jackentasche auch so ein zusammengefaltetes Stück Papier. Wir müssen dringend mal über was reden. Kleinen Moment. Ja. Sind wir ungestört? Nenn es Paranoia, aber gesunde Vorsicht. Wahrnehmung Geistesschärfe. Boah, das ist aber ein miserabler Wurf. Ja, ich würde dann sicherheitshalber machen, ne? Rerollen. Es gibt hier echt gute Leute, die das können. Jo, nimmst niemanden wahr. So, die sind wirklich sehr lange. Außer die mega laute, ganz krasse, also jetzt fette Mucke aus dem Hauptraum der Diskothek. Die natürlich ultra anstrengend ist, wenn du jetzt deinen Auspex-Safe voll anschmeißt. So, die guckt sich um und oh, Kacke, hab ich vergessen. Daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen. Oh, aber wir sind alleine. Zumindest habe ich nur meine Kopfschmerzen dabei. Auch der Geruch des Nebelfluids. Drei, zwei, eins. Stroboskoplichter, alles nicht sehr angenehm. Sieht man dann nicht mehr, wenn die Tür zu ist. Also. Naja, also wenn er mit Auspex ein bisschen umguckt und sich in den Hauptraum auch umschaut, ja, wird das durchkommen. Die Tür vom Büro ist zu. Ja, die habe ich ja zugemacht. Ja, bin jetzt davon ausgegangen, dass er überall guckt, deswegen. Ach so. Erstmal nur hier, das reicht. So. Aber oh. Oder wenn wir es gerade jetzt Musik lieber. Wir können ja Mottoabende machen. Und wann ja, ich glaube, hier wird jeder irgendwann auf seine Kosten kommen. Ich stelle mich auch dahin, wo die Boxen nicht sind. Guck jetzt. Und nimmt die leere Kippe in den Mund, also die nicht angezündete. Hey, wir sind das Party-Massaker. So. Irgendwelche Vorschläge, was wir wegen dieser Nachricht unternehmen?
Zuerst nur meine Frage vorneweg. Wo habt ihr die gefunden? Auf meinem Schreibtisch. In meinem Briefkasten. Gut zu wissen. Danke. Also ich hatte schon angefangen, ein wenig mit Ronan darüber zu sprechen. Die meisten Dinge finde ich gar nicht so verwunderlich. Also zum Beispiel, dass Ventrus organisiert sind, dass sie ein höheres Ziel anstreben, dass sie ihre Präsenz ausbauen. Aber typisches Verhalten von den Schlipsträgern. Ja, aber vielleicht haben die beiden ein paar Fragen, als sie noch im Geschäft neu sind. Das ist eine ganz gute Sache. Ich kenne jetzt nicht so viele Tremere. Und ich habe keine Erfahrung damit. Aber das ist schon ganz gut zu wissen. Um das mal kurz zu sagen, die sieben waren die Spitze der Tremere. Ah, da hattest du mal was von erzählt. Ja. Die in Wien hochgegangen ist. Du hattest das mal erzählt, ja. Und was sind diese Töchter von Crane, Crown, Crone? Können ja mal Interpol würfeln oder Scarlet auch. Ja, mach das doch mal. Erstmal Ronan und dann Scarlet spielen. Intelligence. Ich habe gelernt. Ronan ist besser geworden in Okkult, wa? Ja, und Scarlet hinterher. Na, guck mal. Drei. Schau mal. Sowas. Schaut mal kurz zu Scarlet. Das waren doch diese Hexen, oder? Ja, ich glaube, da habe ich irgendwas mal gelesen. Also zumindest irgendwas Magisches, Zirkliges. Jetzt Hexen im Sinne von so Deuter von so einer Art von Hexer, oder? Naja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Mischung aus Kainiten, die irgendwie Thaumaturgie anwenden, und menschlichen Wicker. Sowas irgendwie miteinander vermischt. Vermutlich okay. Mit starken ebenistischen Einschlägen oder sowas, aber. Es ist eigentlich interessant, wenn sich die Ventrus dafür einsetzen würden, dass Haus und Clan oder vielleicht eine solche magische, kanitische Sekte wieder erstarkt. Da muss ordentlich was für die bei rumkommen. Oder rausspringen. Ansonsten würden sie es nicht machen. Oder sie machen es, weil sie hoffen, dass dann etwas für sie rausspringt. Naja. Gut, der Rat der Sieben heißt Haus und Clan. Naja, Haus und Clan zur alten Stärke bringen. Wenn Tru und Tremere immer gut miteinander funktioniert. Ja. Scarlet, vor allem, Scarlet kann nochmal Okkult und Intelligenz würfeln und zwei Würfel extra, weil Spezialität, na, also nicht, also Vampirgeschichte. Okay. Okay. Wird schlimmer. Yep. Ist es dabei belassen oder? Ja. Rerollen. Nee, das belasse ich dabei, das okay. Ist okay. Alles klar. Das, ich hänge gerade mit meinen Gedanken bei den Ventures rum, das passt. Ja. Auf jeden Fall klingt das alles nicht wirklich gut, wenn die hier Interesse an der Stadt haben, je nachdem, was die vorhaben, natürlich. Ich meine, Ronan, wenn was... schaut wieder zu Scarlet. Nun ja, wenn wir uns das alles mal anschauen, ist diese Stadt an sich schon der größte Abfuck schlechthin. Wow, dieses Wort benutzt das. Ich hab Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte die Etikette nicht brechen, Herr Tremere. Ich schaue zur Etikette. Mhm. Ich habe keinen Vergleichspunkt. Aber wahrscheinlich, ja. Und dieses andere Ding, was hat es damit auf sich? Könnt ihr darüber irgendwas sagen? Herdstadt? Nee. Hardestadt.
Einer der bekanntesten Ventrus schlechthin. Schultern? Wie gesagt, ich kenne zwei. Drei. Sag mir jetzt bitte nicht Isaiah, John und Zebra. So mit den Schultern. Woher soll ich mehr kennen? Ich ziehe ein Buch aus meiner Tasche. Ich ziehe ein Buch aus meiner Tasche und reiche es dir wortlos hin. So ungefähr Vampirgeschichte für Dummies. Wenn Bruce hier geschaffen wurde, woher sollte er andere Ventru kennen? Dankeschön. True. Ich guck mir das so an, wie dick ist das? Band 1. Also ich bin da jetzt auch nicht so firm drin, aber irgendwas von frühes oder spätes Mittelalter, der Typ. Scarlett kann auch nochmal irgendwie wegen Geschichte ich weiß ja nicht, kann Scarlett neuere vampirische Geschichte? Ich glaube, das ist eher Ronins Fachgebiet, oder? Mhm. Ich glaube, Scarlett ist eher so die alten Sachen, ne? Na, ich bin Nudismus, genau. Das ist bei ihr. Dann kann Ronin nochmal machen mit neuere vampirische Geschichte. Also auch Indokult? Ja. Okay. Ah, oder du kannst auch, warte, stopp, Politik nehmen, wenn das geht. Bei dir? Geht irgendwas noch in Kirchengeschichte mit rein? Diese also Sache so? Jetzt nicht, nee. Okay, gut. Ja, dann wären es so zwei. Zwei? Also du, wenn du Hartstadt kennst du natürlich auch, irgendwie, wenn Scarlett auch sagt, irgendwie. Und vor allen Dingen wirst du wissen, dass Hartstadt nicht mehr unter den Unlebenden weilt. Hartstadt ist nämlich getötet worden auf dem großen Konklave der Camarilla vom Theo Bell, einem führenden Brucher, quasi als Statement, das dazu geführt hat, dass die Brucher aus der Camarilla austreten. Aber es wurde von einer Shotgun der Kopf weggeschossen. Hartstadt ist tot. Und damit meine ich tot. Ach so, ja. Ein Anarch Theo Bellatim. Nee, kein Anarch. Das ist. Brucha. Das ist für Ronin fast dasselbe. Hat ihm auf dem Camarilla-Konklave oder was das genau war, mit einer Shotgun den Schädel weggepustet. Sehr zivilisiert alles. Als Statement auch gegen Eventro so, egal wie alt ihr seid, wir ficken euch. Fantastisch. Wo wir wieder bei dem Gespräch von vorhin wären, wenn Beherrschung so allumfassend wäre, hätte sich Hardestadt bestimmt gewehrt. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Ding mit Arroganz, Scarlett. Je älter man ist, desto weniger erwartet man, dass einem sowas passiert. Also wie genau der das gemacht hat, irgendwie, Ronan weiß nur, dass das auf diesem also im Rahmen des Konklaves in Prag passiert ist, aber wie genau der das, dieser Bucher das gemacht hat, keine Ahnung, obwohl, naja, es geht, wie gesagt, das Bild mit der Shotgun und dem weggepumpten Kopf, das ist halt rund gegangen. Nein, ich sag mal, Brucher und Anarchen. Ich nenne es mal Netzwerken, das war auf jedem Handy. Und nochmal, also das ist, der Theo Bell ist ein sehr anerkannter Vampir in der Camarilla und ist sogar vom Sabbat angesehen gewesen. Also der ist kein Anarch, der ist ultra hart Lucor Camarilla gewesen. Allerdings nicht damit einverstanden, was die Camarilla da macht, und deswegen hat er seinen Clan rausgenommen. Das ist jetzt auf der einen Seite irgendwie beruhigend, dass der nicht mehr unter uns fällt, meine ich. Aber auf der anderen Seite, wenn der Name fällt, wird auch nicht das beste Zeichen. Ronan, schauen wir wieder zu Scarlett. Aber wieder haben wir das Thema, dass etwas Totes wohl vielleicht wiedergeholt werden soll. Ja. Deswegen auch das vielleicht doch ungut. Was uns vielleicht zu dem Punkt bringt, den ihr noch nicht wisst. Schon wieder zu Scarlett. Oh. Also nicht das, was du denkst, Bruce. Hallo, also ich meine, er hat Jelly und das... Scarlett,
Er hat es beim Elysium angedeutet. Können wir vielleicht aufhören, einfach um diesen heißen Brei herumzureden? Danke. Okay, Punkt, Punkt kommen. Okay, wir haben Ronans Frau beschworen und die hat uns gesagt, dass Haus und Clan im Anmarsch ist und also ganz viele Haus und Claner. Also ich auch mehr oder minder dran schuld bin, weil durch das Angucken des Messers gab es eine Erschütterung der Macht. Hier auch schon wieder so ein Filmzitat. Ich kann es nicht besser beschreiben. Mein Erzeuger hat das irgendwie mitbekommen. Und Sie kennen jemanden, der mit dem Messer schon zu tun hatte. Ein Tobias von Horn. Okay. Ist der, stand der in Kontakt mit deinem Sire oder wie? Tremere. Ach so, so ein Ding, okay. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Mein Erzeuger ist jetzt auf dem Weg hierhin. Und? Genau das, was wir brauchen. Noch mehr Vampire in dieser Stadt. Und? Aber das ist gut. Noch mehr Vampire in dieser Stadt ist gut? Nein, noch mehr Haus und Clan in der Stadt ist gut für uns. Weil was ist unser eigentliches Problem? Graham! So bringen wir ihn zum Reden, so bringen wir ihn zum Kooperieren. Du redest nicht mit uns? Ja gut, wir haben Wissen, was du nicht hast. Und ja. Das Problem ist nur, dass mein werter Erzeuger auf die Idee kommen könnte, Andrews Ritual richtig anzuwenden. Verstehe mich nicht falsch. Andrew wusste schon, was er tat. Aber er hat ich nicht wünschte, die letzten. Er hätte es nicht getan. Aber er hat nicht die letzten 100 Jahre mit alleiniger Forschung verbracht, mit dem Wissen einer Chantry oder mehrerer Chantries. Jetzt überlege, wenn das in dem Sinne funktioniert hat, gehen wir davon aus, dass wirklich alles so stattgefunden hat. Mit der Reinkarnation in gewisser Weise. Du hast das Foto gesehen, oder? Gehen wir davon aus, dass es so stattgefunden hat. Was könnte jemand, der sein gesamtes Unleben mit dem Studium von solch okkulten Sachen zugebracht hat und weiß, wie solche Sachen richtig funktionieren, alles anrichten? Er könnte zum Beispiel den kompletten Rat der Sieben wieder auferstehen lassen, unter seiner Kontrolle. Oder jemanden wie Hartstadt wieder auferstehen lassen, unter seiner Kontrolle. Er könnte die Vorsinnflutlichen auferstehen lassen, die gestorben sind, unter seiner Kontrolle. Okay, dann sag mir einen guten Grund, warum wir ihn nicht direkt an der Stadtgrenze empfangen, mit einem Arschtritt über selbige wieder hinaus befördern sollten. Weil das sehr unhöflich ist. Das ist mir in dem Fall ehrlich gesagt relativ egal. Ich bin für die Sicherheit dieser Stadt verantwortlich. Er stellt eine Bedrohung für die Stadt dar. Was du nicht weißt. Hast du mir das nicht gerade eben gesagt? Das sind Vermutungen. Wenn er sich öffentlich ankündigt, jeder kennt ihn, dafür erstmal in die Stadt. Und wenn er sich direkt ankündigt, hat er Gastrecht. Ich finde aber mit den Informationen, die du mir gerade gegeben hast, sollte Sabra darüber informiert werden und ich würde ihr dringend davon abraten, ihm zu gewähren, die Stadt zu betreten. Was aber, schaut zu Scarlett, eben die Vermutungen sind, beziehungsweise die Auswüchse eines Geistes. Vor allem, wenn wir das Wissen nutzen können. Wie gesagt, die Tremere sind auf dem Weg. Sie sind nicht für überstürzte Aktionen bekannt. Sie werden das lange planen. Unser aktuelles Problem heißt Graham, wenn ich mich richtig erinnere. Warum dieses Wissen nicht nutzen und ihn zur Kooperation zwingen? Bei Graham, wir haben die Vermutung, dass er ebenfalls versucht, etwas wieder zu beleben, was tot ist. Und auch er kann. Alistair Webb. Und auch er kann sich ausmalen, was Haus und Clan mit diesem Wissen anfangen würde. Also fangen wir doch an, das richtige Spiel zu spielen. Ahn gegen Ahn. Bei anders können wir nicht gewinnen. Meint ihr nicht, dass dieses Spiel eine Nummer zu groß für uns ist?
Wenn wir jetzt nicht handeln, tun sie das ohne uns. Noch haben wir die Fäden in der Hand. Wenn wir sie aus der Hand legen, sind wir nur weiterhin Neugeborene, die hier rumstolpern. Das war einer der Gründe, warum ich auch das Amt niedergelegt habe. Weil ich jetzt Tremere sein muss. Und weil du erpressbar bist. Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Nun, wenn wir uns nur mal für einen Hauch vorstellen, wenn du jetzt noch Sheriff wärst und Isaiah mit seinen Erpresseraktionen auf dich zugekommen wäre. Autsch. Die ganze Stadt hätte nach seiner Pfeife getanzt. Ich sag ja mehrere Gründe. Aber da Veronica dem schon nicht abgeneigt war, wenn mehr Tremere in die Stadt kommen und wir eine bestimmte Anzahl erreichen, könnten wir theoretisch darauf berufen, uns auf alte Rechte berufen, eine Chantry zu errichten. Und an sich gibt es für Sabra keinen Grund, das abzulehnen. An sich. Aber Ronan, verzeih mir. War da nicht irgendwas, dass du und dein Erzeuger... Ihr seid euch doch auch nicht wirklich grün. Wir sind nicht dem Guten auseinandergegangen, aber er hat mich nicht verstoßen aus dem Clan. Also wird er irgendeinen Plan im Hintergrund haben, noch mit mir, vermutlich. Immerhin war sein ursprünglicher Auftrag, mich zu töten. Und er hat mich stattdessen gewandelt. Ach, das kann auch ein Akt der Boshaftigkeit gewesen sein. Er hat mir gesagt, dass er meinen Intellekt, aber vor allen Dingen meine analytischen Fähigkeiten bewundert. Weil ihnen das aus dieser Zeit fehlt. Und dass ich nicht so schlecht bin mit Technik, aber er hat gute Kontakte zu den Ventru und einige bis in die Bundesbehörden, FBI, CIA, NSA, irgendwie sowas. Mir gefällt die Idee nicht. Habe ich auch nicht erwartet. Ja, mir gefällt das alle nicht. Habe ich auch nicht erwartet. Aber ihr habt doch selber gesagt, oder du Scarlett, dass das Wenn dann vermutlich noch dauern wird. Ja. Ich meine, ich habe nie den Plan gehabt, in so einem Spiel mitzuspielen. Aber ist dir jetzt nicht erstmal die Sache, also zumindest ist jetzt mein erster Gedanke gewesen, diese lästigen Detektive loszuwerden, die wohl um uns rumschwirren? Also zumindest um uns. Wie gesagt, was das anbelangt, würde ich das offene Gespräch mit Isaiah suchen. Weil er hat momentan die besseren Karten. Er ist Seneschall. Und er könnte es jederzeit begründen, warum er das getan hat. Und wir müssen schauen, ob wir, sagen wir es mal so, wir fragen, was seine Pläne für die Stadt sind und schauen dann, ob das mit unseren Plänen irgendwie kompatibel ist. Wenn nicht, müssen wir Kompromisse finden. Und auch das Wissen, was wir haben, kann ebenfalls sehr gut sein im Gespräch mit Isaiah. Fakt ist, wir sind alle erpressbar. Auf die eine oder andere Art, ja. Aber um auf das Thema zurückzukommen, Bruce, du kannst dich jederzeit aus diesem Spiel zurückziehen. Der Preis ist lediglich, dass du dann wie eine Marionette behandelt wirst. Du wirst auf dem Schachbrett hin und her geschoben. Wie nützlich wäre ich denn in einem Spiel, was ich noch nie gelernt habe zu spielen? Das müsst ihr mich so ein bisschen einführen. Ich bin nicht manipulativ, das wisst ihr. Musst du nicht sein. Ja. Aber bitte. Der Trick ist, wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Sich zu verstellen, funktioniert eine Zeit lang. Aber du kannst am meisten Gewinn aus dir selber schlagen, wenn du dich einfach so gibst, wie du bist, weil die meisten anderen das nicht tun.
in einer Bande von Lügnern. Erwartet jeder sowieso eine Lüge und ist von der Wahrheit völlig überrascht. Das klingt alles toll, aber irgendwie bin ich da noch nicht so richtig von überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Du dürftest auch vermutlich nicht so tief reinrutschen wie wir anderen. Das ist wohl richtig. Wir noch ein bisschen außen vor sind. Aber was die Detektive angeht, ich hatte immerhin eine Idee, wie ich zumindest in Erfahrung bringen könnte, wer mich denn da beschattet, ohne wirklich jetzt Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das würde allerdings etwas eventuell voraussetzen, worauf ich echt gar keinen Bock habe. Was mit der Sprache? Ich habe doch mal erzählt von dem Prepper. Der Irre aus dem Trader Park? Das ist ein guter Kumpel von mir. Aber er hat Möglichkeiten, die ich nicht annähernd habe. Auch technisch schon Möglichkeiten. Mit einem Aluhut rumzulaufen und auf sich aufmerksam zu machen? Der Prepper? Ja. Nein, das meine ich nicht. Aber er hat Kontakte zum Untergrund der Stadt. Er hat die Möglichkeit, alle Überwachungsmöglichkeiten hier anzuzapfen. Und er wahrscheinlich, ich wollte ihm sowieso mal die Tage besuchen, vertraut mir immer noch. Und ihr habt doch mal erwähnt, ich habe es noch nie gemacht, aber ich glaube, die Möglichkeit bestände, ihn vielleicht zu meinem Ghoul zu machen. Dann könnte er mir auf jeden Fall da helfen. Ich meine, er hat wirklich Möglichkeiten, die ich nicht annähernd besitze. Und außerdem hat er auch Zugang zu ordentlichen Wumm. Das kann auch nicht schaden erstmal. Verstehe mich nicht falsch, Bruce. Ghule sind super nützlich. Sie können Dinge tagsüber für dich tun, sie können dich beschützen, sie können Informationen beschaffen. Aber denke auch dran, dass sie stärker werden. Durch dich, durch dein Blut. Und wenn auf einmal ein Typ, der ohnehin schon recht paranoid ist, auf einmal anfängt, mit Tieren zu sprechen, meinst du nicht, dass das vielleicht ein bisschen kontraproduktiv sein könnte? Deswegen frage ich euch, ich weiß nicht, wie weit sich der Charakter verändert, aber ansonsten ist er wirklich ein Typ, der nie rausgeht. Wegen seiner Paranoia. Also ich meine, es könnte auch positiv sein, weil er könnte Tiere einsetzen, die für ihn Dinge rausfinden, aber... Das meine ich nämlich auch. Ich plane ja sowieso schon etwas länger die Kontrolle der Vögel, so ein bisschen, also der tierischen... Du versuchst, Amanda zu ersetzen. Auch nicht nur Amanda. Joe, eventuell auch. Ich hab noch nicht. Bruce, auf der einen Seite wirst du das Spiel nicht mitspielen, auf der anderen Seite wirst du hier ein kleiner Informationsbeschaffer. Ich glaube, Bruce verbringt einfach zu viel Zeit mit uns. Wir haben einen schlechten Einfluss auf ihn. Nein, das ist aber gut. Das ist gut. Nein, die eigentliche Idee war das ja mit Informationen für unseren Ex-Sheriff, sorry, aber können wir bestimmt auch mal drüber reden, zu brillieren. Jetzt, da das nicht mehr der Fall ist, also schließen wir uns nochmal diesbezüglich kurz, oder ich hatte halt generell die Idee, ich hasse es einfach uninformiert über die ganze Sache in der Stadt zu sein. Hey, es ist eine ganz klare Kiste, also alle Infos, die ich irgendwo kriege, landen bei Sam. Und so hätte ich die Möglichkeit, mehr Infos zu kriegen. Und wenn ich noch jemanden habe, der sicher in seinem Bunker sitzt, und glaub mir, ich war drin, es ist ein Bunker, ist es. Bruce, um deine Frage zu beantworten, niemand kann immer hundertprozentig genau vorhersagen, wie sich ein Ghoul verändert und wie schnell. Wenn der Typ durchgeknallt ist, dann kann das eine tickende Zeitbombe sein oder ein völlig unerwarteter Verbündeter, der mit einem Panzer in den Hinterhof fährt. Bist du sicher, dass er dich nicht auch irgendwie ausspioniert? Pepper. Das kann sein, aber bisher immerhin was er wohl noch nicht so will für ihn. Die Frage wäre aber generell, nachdem wir nicht versuchen sollten, die Detektive zu finden oder eher nicht. Ich würde mich nicht auf dieses Spiel einlassen. Wie gesagt, Isaiah hält so gute Karten in der Hand, als dass wir ihm jetzt irgendwie langfristig schaden könnten. Ich würde eher den direkten Weg wählen. Wenn er Privatdetektive auf uns angesetzt hat, weiß er auch, warum er das tut. Direkter Weg. Weil er neugierig ist. Aber er hat schon genug Material eigentlich, um euch zu erpressen. Er kennt aber
die beiden da ganz gut. Aber es hat ihm bisher immer noch nicht gereicht. Paranoia ist eine Lebensart. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Isaiah jetzt auch nicht abgeneigt wäre, Fotos von mir unter der Dusche zu bekommen. Also, er ist ein schleimiges, widerliches Arschloch. Keine Ahnung, warum er die Typen auf uns angesetzt hat, aber... Wer weiß, vielleicht hat er die schon getradet mit Wanze oder so. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo das geteilt wird. Die haben ein Fotoalbum. Panini-Bildchen. Ich kann alles, was Sam so unterschreiben. Also, unser erstes Treffen lief auch jetzt nicht so ganz optimal ab. Kenn ich. Also optimal wäre sehr optimistisch als Bezeichnung für unser erstes Treffen. Euer erstes Treffen. Haben wir darüber schon mal geredet? Fakt ist, wir müssten vielleicht mal das Vor und Wider abwiegen. Entweder hingehen, sagen, hey, Frettchen, was willst du eigentlich? Vielleicht ein bisschen freundlicher formuliert. Ja, ich glaube, wenn du einen Ventru gleich als Frettchen bezeichnest, ist das eher so unterste Schublade. Ich glaube nicht, dass wir dann viel erreichen. Obwohl es wahr wäre. Du, es sind so viele Dinge wahr in dieser Stadt, aber wenn du es aussprichst... Euer Herrlichkeit, was ist euer Begehr? Oh, großer Gott. Und wer kann sicherstellen, dass uns Isaiah die Wahrheit sagen wird? Er. Und ich deute auf Ronan. Ja, deute auf Ronan. Wie? Entweder... Das kann er doch gut. Erstens, ich kann auch immer in den Kopf gucken und zweitens hat er es ja schon zweimal versucht, mich zu belügen und ich habe sofort rausbekommen. Ohne übermenschliche Fähigkeiten einzusetzen. Ja. Profiler zu sein, hat Vorteile. Alle guten Dinge und so, ne? Allerdings, muss man sagen, einem Iren machst du nicht so schnell was vor. Hoffen wir, dass deine Glückssterne nicht so schnell abreißt. Tja, die ist sowieso etwas durchlässig. Aber was könnte er denn fordern? Also, versetzt euch mal in... schwimmen wir das doch mal durch. An der Stelle, wenn ihr Isaiah wärt, ihr hättet Kontakt nach draußen, ihr hättet irgendeinen Mist gemacht und man sagt euch, wenn ihr hier alles schön macht, ist alles vergeben und vergessen. Und was könnte er dann von uns wollen? Außer, ich sag mal ganz banal, dass wir ihm nicht ans Bein pissen. Was noch? Außer gut, Sam ist jetzt Sheriff, das heißt, er könnte Einfluss nehmen auf den Sheriff oder dass sie bei manchen Sachen jetzt... ein Auge zudrückt. Er ist schon Seneschall. Er kann ihr blöd gesagt befehlen, was sie tut und was sie lässt. Er ist die rechte Hand des Prinzen. Wobei das immer ein bisschen schwierig noch ist, aber deswegen, er ist schon fast ganz oben. Also was könnte er noch wollen? Von uns speziell. Kennen wir seine Ausgangssituation? Wissen wir, was er verbockt hat? Er scheint ja nicht so der kleine, neugeborene Ventru zu sein, der kleine Brötchen backt. Kann sein, dass er vielleicht eine Stadt übernahm. Kleine Brötchen backen. Das meine ich damit. Was ist, wenn er eine Stadtübernahme verhunzt hat? Wir wissen nicht, was Isaiah angestellt hat. Isaiah war in dem Punkt, hat er sich immer schön bedeckt gehalten über seine Vergangenheit. Mhm. Dann ist es doch vielleicht mal an der Zeit, dass wir da was rausfinden. Und wie? Nun, du hattest gesagt, du hast Kontakte, Ronan. Nach draußen. Und wenn Isaiah nicht sein richtiger Name ist, man dürfte doch rausfinden, wer er ist. Lasst uns mit den Nosferatu sprechen. Auch wenn sie nicht mehr auf die Technik zurückgreifen können, wie wir alle nicht. Schon länger nicht. Müssten sie trotzdem noch die Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren. Joe hat sowas gesagt. Du willst also, dass Nosferatu auf Isaiahs Vergangenheit ansetzen? Ich denke, das werden sie schon von sich aus tun. Ja. Aber was könnten wir ihnen als Gegenleistung jetzt anbieten aus den Nacktbildern von Sam und dir?
Die hat er nicht schon. Die Nacktbilder von mir werden ihn nichts bringen. Und ich bin noch nie so stolz auf mein Blut gewesen wie in diesem Moment. Dann will er eben eine Live-Session. Er tippt sich seinen Hut. Ich möchte mich ehrlich gesagt auch nicht völlig von Clan Nosferatu erpressbar machen. Ich schulde dem eh schon einen mittleren Gefallen. Ich gehe aber davon aus, dass das ein sehr großer Gefallen wäre. Weil der auch sehr gefährlich ist. Ich bin ja in die Position des Sheriff geschubst worden. Glaubt ihr wirklich, es wäre gut, wenn ich Clan Nosferatu einen sehr großen Gefallen schulde? Nun ja, du kommst nicht ganz um diese ganze Gefallengeschichte drumherum, wenn du was haben willst. Es sollte immer ein ausgeglichenes Verhältnis sein. Aber wie gesagt, da kommen wir wieder auch zu dem Punkt zurück. Wenn ihr die Gelegenheit habt, Gefallen einzufordern, tut es. Wenn ihr jemanden seht, der die Maskerade bricht, nicht gleich zum nächstbesten Prinzen rennen und sagen, guck mal, der hat, sondern sagen, du, pass auf, ich habe das gesehen. Und zu gegebener Zeit wirst du das bei mir wieder gut machen. Solange halte ich den Mund. So funktioniert das Spiel. Egoistisch denken bringt einen weiter. Hört auf die Frau. Habe ich alles in einem Buch gelesen. Oh, ist das noch ein Band? Ich hole die ganzen Bücher aus meiner Tasche raus und leg sie dir jetzt so. Das ist zwar sehr nett gemeint. Ich glaube allerdings, dass wir gerade Dringenderes zu tun haben, als Bruce hier für ein paar Stunden mit diesen Büchern zu parken. Das ist richtig. Machen Spaß. Ich bring's dir bei, wenn du möchtest. Also Kanitengeschichte. Also, wenn wir das rausfinden wollen, brauchen die Nosferatu, also schulden wir den Nosferatu sehr viel. Wir müssen ihnen also irgendwas von ähnlichem Gegenwert anbieten können. Nun ja, wir haben Wissen, zukünftiges Wissen. Wir müssen jetzt nur gucken, wem wir was in welcher Reihenfolge preisgeben. Das, was wir wissen, ist von enormen Wert. Das kann den kompletten Stand dieser Stadt verändern, auf den Kopf stellen. Allein schon theoretisch, auch wenn es vielleicht jetzt unmittelbar nicht interessant ist, dass Plenava kein Kanit ist. Zum Beispiel. Gut. Ich schlage vor, da wir damit fast am besten gefahren sind, auch wenn es mich echt ein bisschen gruselt. Ich würde Wanze involvieren. Wissen wir schon was, dass er primogen ist? Hat sich schon irgendjemand dazu geäußert? Joe hatte sich, überleg kurz, einigermaßen positiv über Wanze geäußert. Das heißt was? Hatte eigentlich immer ein gutes Bild von Joe? Absolut treu zum Clan. Treu zum Clan heißt nicht treu zu uns. Natürlich nicht. Das wäre aber kein Nosferatu. Wenn er sich entscheiden müsste, denke ich. Aber ich denke schon, dass man mit ihm reden kann. Und wenn er tatsächlich primogen ist, und die Frau tut mir so unfassbar leid, dann in ein paar Nächten wird sie ihn anhimmeln, als sei er Krösus höchst selbst. Was einen leichten Brechreiz in mir auslöst. Da würde ich eher diese Szene aus Braveheart zum Schluss nachspielen wollen als das. Nun, ich schätze mal, hätte sie eine andere Wahl getroffen, dann würde ich schon davon wissen, oder? Oder liegt es dann beim Clan selber, sie zu eliminieren? Und dann wird nur noch Rapport an den Prinzen gesetzt. Aber Nosferatu verschwenden und verheizen gut im Normalfall nicht. Die gehen sogar relativ pfleglich mit denen um, soweit ich weiß. Man muss auch bedenken, die Ghule. Es war immerhin Amanda's Ghule. Ich gehe davon aus, dass sie sehr viel weiß. Mhm. Über ihre Pläne, Taktiken, Strategien. Vielleicht auch Gefallen. Je nachdem, wie offen sie die mit ihrem Ghul geteilt hat. Also das wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir uns an Wanze wenden und ihn ansetzen. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir zuerst mit Isaiah sprechen?
Wollen wir vorher Informationen über ihn einholen oder wollen wir gleich das Gespräch suchen? Naja, die Frage ist jetzt, das ist halt dieser Zeitfaktor, ne, der ein bisschen zumindest hinkt. Wir wissen nicht, wie schnell Clan Nosferatu was herausfinden kann. Es wäre natürlich für so ein Gespräch günstiger, wenn wir etwas in der Hinterhand haben, um ihm zu sagen, hey, ihr denkt Schelle. Aber bei diesem Plan schon daran, dass Jelly uns in ihrer Nachricht warnt, dass wir Isaiah nicht unnötig aufscheuchen sollen. Mit das dem, wir dass ja wir nicht. Eben wissen, dass er Detektive auf uns angesetzt hat. Wenn wir direkt ihn darauf ansprechen, ist das quasi aufscheuchen, ja? Wir wollen ja mit ihm reden. Und explizit davor warnt uns Jelly in ihrer Nachricht. Okay. Was wäre denn die Konsequenz, wenn wir es nicht tun? Wenn wir vielleicht versuchen, klammheimlich ihm Paroli zu bieten und er es dann mitkriegt? Dann nur heißt es im Zweifelsfall, wir haben ein Problem oder gut gespielt. Wann hat uns schon mal jemand dafür gelobt, dass wir etwas gut gemacht haben? Ich glaube, meine Klassenlehrerin in der 6. Ich wollte es nur zu bedenken geben, weil möglicherweise, wenn wir uns jetzt vor Isaiah offenbaren, dass wir wissen, dass wir beschattet werden, beschleunigt er seine sonstigen Bemühungen nur noch oder das müssen wir doch gar nicht erzählen. Ich würde tatsächlich in das Gespräch gehen, weil wir alle wissen, was Jelly ist und er weiß es ja offenbar auch. Das würde ich offen auf dem Tisch packen, wenn natürlich sicher gehen, dass kein anderer zuhört, sonst wird es ein bisschen hässlich für die Gute. Und dann einfach ihn fragen, was er will. Was sein Plan ist. Und mir ist egal, wir können auch die komplett hinterrückse Variante nehmen. Das ist durchaus möglich, machbar. Aber wenn wir dann fehlschlagen, ist es um einiges schwieriger, noch ein Gespräch zu suchen, was einigermaßen auf Augenhöhe stattfindet. Naja, auf der anderen Seite, er kommt ja auch nicht zu uns. Warum sollte er auch? Er hat alle Karten in der Hand aktuell, die er ausspielt, wann er sie braucht. Wir wollen ja was von ihm. Und zwar, dass er nicht unbedingt an die große Glocke hängt, dass Jelly ein Dünnblut ist. Ich glaube nicht, dass Isaiah das tun würde. Er hofft sich davon noch etwas. Richtig, und das macht mir ein bisschen Sorge. Also wüsste ich ganz gerne gleich, was er von euch will. Eine Möglichkeit wäre natürlich, etwas zu wiederholen, was schon mal begonnen hat. Das wäre? Ich spreche mit ihm. Dass wir mal was aus der Welt schaffen. Jetzt, wo ich keinen Post mehr habe und er Seneschall ist. Aber dann solltest du dir etwas, etwas zurechtlegen, das du kontern kannst für den Fall. Bei Isaiah ist, denke ich, ein guter Venture, so wie ihr das gesagt habt. Du solltest was in der Hinterhand haben, um ihm Paroli zu bieten, wenn er anfängt, dich um den Finger zu wickeln. Oder dich im Grund und Boden zu reden. Deswegen denke ich eigentlich, es wäre klüger, wenn wir alle gehen. Ronan könnte die Info anbieten, dass sein Sire auf dem Weg in die Stadt ist. Eine wichtige Info, die wir aber vielleicht brauchen gegen Graham. Aber es wäre etwas, was Isaiah anbieten könnte, dass der Seneschal es zur Prinz tragen kann. Fakt ist, wir können wieder nicht an zwei Fronten agieren. Deswegen ist die Frage, was ist jetzt der größte Feind? Wen wollen wir zuerst beseitigen? Ja, Frontenkriege haben sich in der Geschichte immer als keine gute Idee erwiesen. Graham hat sich tatsächlich gerade erstmal ein bisschen disqualifiziert, weil wir ja eine Graham im Kerker haben. Was er so wollte. Nicht, weil wir das erreicht haben, sondern weil er das so wollte. Ja, das heißt aber, er wähnt sich erstmal in Sicherheit. Meinst du? Und er wird trotzdem, denke ich, vorsichtig sein. Nach allem, was wir gehört haben, war Graham bisher immer sehr gut, den Kopf unten zu halten. Nachdem er jetzt relativ präsent an die Oberfläche gezerrt wurde, denke ich mal, wird er umso tiefer untertauchen und die Luft anhalten.
Ich muss vor allen Dingen in dieses Labor. Wollte sich da nicht Veronica umschauen? Mhm. Hat sie schon Erkenntnisse nach oben tragen können? Ich werde sie demnächst fragen. Ich bin jetzt ein ganz normaler Tremere und möchte lernen. Ich gucke so ein bisschen zu Bruce. Ich nehme dich in die Lehre. Mhm. Ich schaue so ein bisschen nach unten. Fuck. Bist du sicher, dass du das machen willst? Dass sie eher einem Clansmitglied was erzählen würde als dem Sheriff, der ja auch noch blutsgebunden an den Prinz ist. Ja, dass du diesen Faktor nochmal hervorhebst. Ich arbeite dran, es wird aber fürchtig dauern. Apropos, Ronan, du hattest doch da irgendwas. Kannst du Sam vielleicht helfen, irgendwie, was das anbelangt? Wenn du jetzt bei Veronica lernst, da gibt es doch bestimmt auch Rituale, dass man das vielleicht abschwächen kann oder dass man ihren Talisman in die Hand drückt und dann wirkt das irgendwie nur so in 10% aller Fälle. Das Ding ist halt folgendes. Ich habe das gelernt, aber es gilt bislang nur auf einen selber, dieses Ritual. Ich forsche bereits länger daran, ob es möglich ist, das Ritual auszuweiten auf jemand anderen. Aber dafür muss ich experimentieren. Und das die Zeit haben wir jetzt nicht. Die einzige andere außerdem sieht ja, Sam gerade auch nicht die Notwendigkeit, das zu machen. Außerdem, ja, natürlich gäbe es theoretisch die Möglichkeit, sowas zu negieren. Das ist aber, da bin ich weit von entfernt. Ich glaube, wir haben gerade auch echt wichtigere Probleme. Wie gesagt, mir gefällt es immer noch nicht, dass dein Erzeuger auf dem Weg hier in die Stadt ist. Und die Pläne, die er eventuell haben könnte. Da fällt mir ein, ich müsste auch mit Sarah mal quatschen. Also eigentlich gefällt mir das alles nicht. Auch, dass die Ventro hier ankommen, was das mit diesem komischen halbe Stadt, wo auch immer der Typ heißt, mir gerade egal. Halbe Stadt. Wie auch immer. Ich lese mir das später durch. Was mit dem los ist und so. Das ist alles nicht so toll. Vor allen Dingen die Kombination ist interessant. Mit Fremia und Ventro. Wenn sie beide in die Stadt kommen wollen. Ich kann mich ja täuschen, aber ich denke, der Fehler, von dem auch gesprochen wird, ist der Fall der Pyramide. Das würde zumindest zeitlich passen. Über Jahrhunderte waren die Tremere unangreifbar. Kein Kainit hat einen Fuß in die Festung gesetzt, in die Chantry in Wien. Das war völlig undenkbar. Na gut, eine Bombe nicht. Oder was auch immer da genau passiert ist, darüber existieren auch Gerüchte. Aber da der ganze Rat immer am selben Ort versammelt war, das ist sie natürlich komplett hinweggefegt. Aber und was hat das jetzt mit den Ventro zu tun? Ventro und Tremere haben von Anfang an extrem eng zusammengearbeitet. Die waren immer ziemlich so. Das kam bereits zur Sprache, ja. Die Frage ist, was wollen sie jetzt hier in dieser Stadt? Gut, das Wiederbeleben. Weil das scheint an diesem Ort besonders einfach zu sein. Wie Kenroth sagte, der Schleier ist durchlässig. In Bezug auf dieses Zwischenweltding. Geister können leichter herumeiern, um es mal vorsichtig auszudrücken. Großartig. Wäre es dann aber nicht eigentlich, ich meine, wollen wir das, dass hier der Tremere-Rat wieder ersteht? Oder? Nein. Nein. Gut, wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, wenn wir versuchen, einen Weg zu finden, um eben diesen Schleier nicht so durchlässig zu machen? Also. Nun ja, dann haben wir wieder das Problem mit Graham, weil ich glaube, der versucht das, weil der will ja Alistair Webb wieder haben. Ja. Also ich meine, wir könnten auch die ganze Stadt theoretisch mit Dynamit füllen, anzünden und dann boom, weg ist der ganze Spaß. Aber wer will schon tot sein? Können wir schon.
wäre jetzt nicht mein Plan. Der Punkt ist, alle beide Clans sind machtbesessen. Ventro und Tremere sind vermutlich die machtbesessensten Clans, die es gibt. Wenn einer nur hört, nur das Gerücht, dass man hier jemanden, den man total toll findet, wiederbeleben kann, würden die hier eine Herrschaft errichten, wie sie die Camarilla noch nicht gesehen hat. Isoliert, klar. Aber möglicherweise, wenn genug Tremere hier sind, finden die irgendwann eine Möglichkeit, die Gäseglocke abzubauen. Spätestens, falls ihnen tatsächlich gelingt, jemanden mit der Machtfülle vom Rat der Sieben zurückzuholen. Aber wie schon im Vorfeld gesagt, wir können nicht an mehreren Fronten agieren. Wir müssen uns für eine Sache direkt entscheiden, die wir angehen können. Alle anderen müssen wir erstmal zur Seite schieben oder können sie nur unter Beobachtung halten. Und wie wollen wir das entscheiden? Ich weiß nicht genau, wo mein Erzeuger ist. Der wird, denke ich, einige Zeit brauchen, da man die Stadt ja auch nicht einfach so ad hoc findet. Aber er weiß, denke ich, durch mich jetzt ungefähr, in welchem Gebiet er suchen muss. Meinst du, er kann dieses Messer spüren? Wenn du sagst, es wurde dadurch ausgelöst, durch die Untersuchung von diesem Messer? Ich denke, er hat irgendeine Resonanz vernommen. Vielleicht auch über Tobias, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nachdem wir Bnava dieses Kästchen mitgegeben haben, ist es möglich, so etwas Ähnliches wieder anzufertigen? Ein Magiehämmer. Ja. Klar. Dann setz dich mal mit deiner Primogen zusammen und... Da wird sie fragen, warum haust du denn schon wieder so einen? Ihr habt doch erst einen. Ups! Wir haben ihr doch gesagt... Vor allen Dingen hat sie auch nicht gewusst, was das genau, wie das funktioniert und was es ist. Ja, aber sie weiß, dass das Kästchen an Panava ging, weil sie hat ihm ja noch einen Liebesgruß reingelegt. Ja, das ist richtig. Also klar, wir könnten an so einer Magie, nennen wir ihn mal, Magie-Resonanztechnischer Felddämpfer bauen. Kannst du es oder kannst du es nicht? Würde das was bringen? Nein. Schön, dann hätten wir das ja geklärt. Dann ist diese Option ja einfach schon mal weg. Vielleicht. Mein Erzeuger? Vermutlich. Tobias? Wenn ich Veronikas Alter richtig einschätze, denke ich, wäre sie dazu in der Lage, ja. Ich alleine könnte es nicht. Nein. Noch nicht. Wieder der Zeitfaktor. Gib mir ein Jahr oder zwei oder 12 oder 40, je nachdem. Ich glaube, das Problem ist, dass wir zwar unsterblich sind und eigentlich alle Zeit der Welt haben, nur ausgerechnet jetzt gerade nicht. Wie eigentlich schon immer, seit wir in dieser verfickten Stadt angekommen sind. Wuhu! Also, die kommen... sind aber gerade keine unmittelbare Bedrohungen. Isaiah ist gerade eine unmittelbare Bedrohung, da wir nicht wissen, was er will und er jetzt der faktisch die Nummer 2 ist in der Stadt. Beschäftigen wir uns jetzt mit Isaiah, dann sollten wir es geschlossen tun. Oder folgen wir Jennys Rat und machen gar nichts. Oder gehen einzig und allein den Schleichweg und hoffen, dass nichts nach außen dringt. Etwas ging es hier in der Hand zu haben, wäre so oder so nicht verkehrt. Richtig, aber das wäre optional. Ich bin nach wie vor für ein direktes Gespräch mit ihm.
wo aber nicht rauskommen dürfte, dass wir wissen, dass er bereits gegen uns vorgeht. Das Elysium gibt genug Potenzial für ein Gespräch. Eine Blutjagd auf Dünnblüte. Und wir wissen alle, dass Jelly ein solches ist. Auch er. Und wir wollen eine Einigung finden. Es reizt mich auch immer noch zu erfahren, wie er darauf kam. Oder wie genau das alles mit Angela abgelaufen ist. Und dass das dann ziemlich passend eine Nacht vorher geschehen ist. Da fehlt mir ein Puzzlestein. Aber Bruce, du kennst dich doch in der Wüste aus. Müsste dir da nicht mal was aufgefallen sein? Sein davon Gebäude? Ich habe davon vorher noch nie gehört. Kommt ein bisschen auf an, in welcher Region. Meine alte Bude. Ich bin jetzt auch nicht in einem gewissen Radius herumgelaufen, aber eigentlich kenne ich mich ziemlich gut aus. Hast du unseren geschätzten Rumänen durch die Gegend gefahren? Hast du nicht unseren geschätzten Rumänen durch die Gegend gefahren? Oh ja. Vielleicht wart ihr irgendwann mal in der Nähe. Kannst du dich noch erinnern, wo er überall in der Wüste wart? Ja, da war diese eine Sache, ne, wo er mit der Wache gesprochen hat. Da warst du bei so einem Bunkerkomplex. So, ich hatte im Kopf immer, dass er so ein Bahnübergang einfach nur war. Dass er so zu. Oh, okay. Das mit dem Bunker wusste ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich hatte nur den Bahnübergang im Kopf. So okay. Wie Jenny gesagt hat, muss es ein Gefängnis oder? Warte. Das war. Aha. Zweite Nacht. Ich sollte ihn bis an die Grenze fahren. Kurz in die Nähe von der Grenze von Mexiko. Das ist, wenn ich jetzt noch die Karte hätte. Da war ein Bahnübergang. Auf jeden Fall. Und ich erinnere mich da an ein Gebäude. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt erstmal nicht drauf geachtet. Mal die Karte finden. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an einen Bahnübergang, da habe ich ihn stehen lassen und ich meine mich noch düster daran zu erinnern, dass da so ein Gebäude war. Ich bin auch sonst nie in der Ecke gewesen, das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die mir einfiele. Ich erinnere mich aber nicht dran, ich hatte da andere Gedanken an dem Abend. Aber das wäre eine der wenigen Sachen, die mir einfallen würden. Ist ein Ansatz. Also suchen wir den Seneschall auf, um ihn dazu zu befragen. Nochmal im Detail, wie er Angela gefunden hat. Dass er uns darüber nochmal mehr erzählt. Und als Begründung, warum wir zu viert aufschlagen. Bruce, weil er Freundin von Angela ist. Ich als Sheriff. Ronan, weil ja im Raum steht, dass sich dort auch das Labor von Panava gefunden hat und es somit Angelegenheit der Tremere ist. Weil ich liebe nette Kameralistin bin. Ja. Gut. Das setzen wir mal auf die Agenda. Und dann würde ich aber vorschlagen, selbst wenn wir die Privatdetektive entdecken, dass wir ihnen nichts antun. Nein, das hatte ich auch nie vor. Auch bei meiner Idee nicht mit meinem Kumpel. Falls aber jemand vielleicht herausfinden kann, wo die sind, beziehungsweise ob die irgendwo Informationen hinterlegen, an einem stillen Briefkasten oder so, das wäre vielleicht hilfreich zu wissen. Wir könnten jemanden beauftragen, sie für uns zu beschatten. Oder ihn darum bitten. Ehrlich gesagt, wenn Jelly den Brief geschrieben hat, gehe ich davon aus, dass die das bereits tut.
Allerdings, wenn, tagsüber tut. Allerdings, wenn sie jetzt untertaucht, weiß nicht, wie sie uns Informationen übermitteln will. Wenn sie jetzt untertauchen möchte, erstmal. Diese Tagsübersache, ist das eigentlich neu für Scarlett? Nee, das hatte sie, Jelly hatte selbst mal gesagt, dass sie tagsüber plant, Isaiah umzubringen. Vielleicht hat sie auch so mittlerweile Kontakt zu anderen Simblats aufgenommen. Dann sollte sie vorsichtig sein. Aber du brauchst ja vielleicht nur noch ein oder zwei, um ein gewisses Gebiet abzudecken. Ich habe ihr auch gezeigt, wie man solche Überwachungsprotokolle anlegt. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass Jelly mit euch nie über diese Ich-Kille-Isaiah-Pläne gesprochen hat. Hat sie einmal. Sie hat einmal erzählt, auch im Beisein von Scarlett, dass sie Isaiah plant, umzubringen. Ja. Das war ja das, warum auch Scarlett immer wieder das Gespräch gesucht hat. Ja, ein Dünnblut versucht tagsüber einen Kainiten zu töten. Das sollte euch Angst machen. Ah, okay. Ich kann ja nicht mehr sagen, welche Folge, aber es war im Beisein von, und da habe ich sogar noch mit Scarlett gesagt, Vorsicht, du solltest diese Pläne nicht so laut äußern, das könnte dich in Schwierigkeiten bringen. Aber ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Tja, und dass sie Pläne hat, wissen wir ja. Das Problem ist, wenn sie tatsächlich Pläne hat oder Kontakte hat, von denen wir nichts wissen und sie uns nichts erzählen wird, könnten wir hier überall reingrätschen. Ja, sie hängt jetzt gerade mit Malcolm ab, ne? Lalalala. Könnten wir hier überall reingrätschen. Oder sie uns. Ich gehe davon aus, wenn würde sie einen Mord am Tag begehen. Richtig, dementsprechend verstehe ich das auch als Drohung. Denn bei mir lag dieser Zettel neben meiner Schlafstätte. Ich weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist, aber er war nicht dort, als ich mich zur Ruhe gelegt habe. Dementsprechend sollte das Fräulein vorsichtig sein. Vielleicht wollte sie nicht, dass der Zettel in die falschen Hände gerät. Vielleicht hat sie auch nicht näher drüber nachgedacht. Sollte sie. Kainiten können nachtragend sein. Ich glaube nicht, dass du die Gelegenheit hast. Scarlett könnte nachtragend sein. Also, machen wir uns dann auf den Weg zu Isaiah. Ja. Wo ist er denn? Jetzt, was jetzt, wo jetzt? Jetzt war ich gerade kurz. Naja, genau. Sam sagte gerade auf den Weg zum Isaiah und ich fragte, wo ist er denn? Gab es ein Büro, was er immer unterhalten hat? Ventures ja. Leben ja für ihre Domänen. Gibt es ja. Er hat ja die eine Kanzlei gehabt, wo ihm Angela die Tür eingetreten hat, die er dann aber, dann ist er auf eine reine Briefkastenfirma gegangen. Ja, das Apartment gegenüber von Angelas Gebäude, also was ehemals im Klüngel gehörte. Können wir einfach dort mal anfangen. Das können wir auf jeden Fall machen. Ja. Gut, dann gebe ich eben kurz nur den Jungs Bescheid. Wird's da draußen. Geh dann raus. Ja, können wir kurz machen an diesem Apartment. Das Apartment ist leergeräumt. Ist er nicht mehr. Man hätte es erwarten können. Nun gut. Ist irgendwas Offizielles hinterlegt, wie man den Sehneschall erreichen kann? Da schaue ich zu Sam. Ansonsten zieht es uns wohl zu unserer werten Prinzigkeit. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Ich
Ich war jetzt noch nie bei ihr, also ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Ich gehe mal davon aus, Bruce fährt. Achso, und noch fürs Protokoll, Scarlett hat auch die Bücher wieder mitgenommen, die sie vorher Bruce in die Hand gedrückt hat. Also die sind alle wieder in ihrer Tasche. Okay, mach. Ich würde Bruce natürlich sagen, wo wir hinfahren müssen. Ist das, oh, das ist, die, ja, natürlich ist es die Gegend. Ich schüttel so den Kopf, was habe ich erwartet? Weil die wollte ja aber gleich auch in diesem, ja, so, gar so in diesem Ultranobel-Ding, ne? Oh, ich krieg jetzt schon das Kotzen. Schon mal so ganzen Willen an. Wir machen ein Spielchen, Bruce. Wer länger lächelt, hat gewonnen. In ihrem Beisein. Gut, das ist jetzt sowieso mal eine Frage. Hier, erste Lektion, Ticket. Muss ich jetzt die ganze Zeit lächeln, während ich beim Prinzen bin? Ich glaube, war noch nie bei ihr. Nein. Gott sei Dank. Etikette würde sagen, dass du dich kurz verneigst und sie mit mein Prinz ansprichst. Und dann überlass das Reden einfach ihr. Sie redet sowieso wie ein Wasserfall. Ein neutraler Gesichtsausdruck ist durchaus okay. Das kriege ich hin. Zähne zusammenbeißen wirkt recht neutral. Ich meine, du hast für Penava gearbeitet. Ich glaube, wenn du mit ihm zurechtgekommen bist, wirst du dich auch im Beisein von Sabra. Er hat sich immer recht... Er war immerhin recht freundlich. Aber ja, auch er kann reden wie ein Wasserfall. Sabra ist auch freundlich. Ich habe noch nie mit ihr das Vergnügen gehabt, um ehrlich zu sein. War ich bisher auch recht froh drum. Ich habe nur die Aufmachung gesehen beim ersten Elysium. Hm. Und Ventrue waren jetzt bisher noch nicht so jetzt die Sympathieträger. Du hast auch deine Stimme auch für sie mit abgegeben, oder? Ich hatte vor, nicht mehr illegal in der Stadt zu sein, ja. Und jetzt sind wir mal ehrlich, dieses Skillman wirkt jetzt auch nicht wie die hellste Torte auf der Kerze. Kerze auf der Torte. Da hast du allerdings recht. Deswegen. Warte mal, 25. Oh, ihr verarscht mich. Das ist das Domizil? Jupp. Ach, so eine kleine süße Gartenlaube. Wenn ich das könnte, ohne dafür Blut auszugeben, würde ich jetzt wirklich innerlich weinen. Also Bruce so. Hat 4 Jahre lang im Trailer gelebt. Ja, gut. Ich drehe mal schon provisorisch die Musik leiser, wenn wir überhaupt in dieses Viertel kommen. Weil sonst auch ganz schnell Polizei gerufen wird, wegen Lärm und so. Ja, man lässt euch vor, klar, weil Sam als Sheriff natürlich auch Autorität besitzt und ja, also ich denke, Scarlett und Bruce würde man so und auch Ronan inzwischen würde man, glaube ich, nicht ohne weiteres vorlassen, aber Sam hat ja, ja immer noch eine Sheriff-Karte jetzt, die sie spielen kann. Und die zieht auf jeden Fall bei dem ganzen normalen Personal, was da irgendwie so sicherheitstechnisch rumläuft. Ja, und man kommt wieder in diesen prunkvoll ausgeschmückten Empfangssaal mit dem langen Tisch, mit den goldenen Zierrändern, dem vergoldeten Kronleuchtern. Also überall dominiert Gold. Dieser thronartige Stuhl am Kopfende. Ja. Alles mit. Also man sieht, es ist auch ein bisschen mehr Protz als wirklich Prunk. Aber ja. Es ist so ein typisches Neureichen-Ding, würde man vielleicht sogar sagen. So. Wie sich jemand, der sonst nicht viel hatte, vorstellt, wie man in Prunk und sonst irgendwie lebt. Ich habe das mir mal genau so vorgestellt. Ich glaube, ich würde mich hier verlaufen. Ich kenne ein Zimmer, natürlich verlaufe ich mich hier. Ist das wirklich echt? Und ich weiß nicht, stehe mir so in der Mitte eines Ganges oder würde ich echt, also, weil wenn man an der Wand steht, dann würde ich mal so gucken, ob da irgendwie so eine Säule ist mit so ein bisschen Gold, wie man so gegen klopfen. Ja, die Säule selbst nicht ist aus Marmor, aber so ein bisschen. Ja, hat halt so ein bisschen Goldstuck vielleicht. Ja, so leicht. Verläuft man sich jetzt auch nicht.
Ich glaube nicht, dass es dir an Orientierungssinn mangelt, Bruce. In der Natur, ja. Also in so einem Marmorpalast. Ich glaube, unser freundlicher Gengel ist ein bisschen vom Gestank des Geldes irritiert. Oder von dem Gold hier. Das ist ja wirklich echt. Das dagegen, ding, ding, ding. Also ich bin ja eher der Silberträger. Blattgoldauflagen sind nicht besonders dick. Ich bevorzuge grün, wenn ich was trage, aber... Warum wundert mich das nicht? So wird noch nicht mal ein Schotte wohnen. Man lässt euch irgendwie ja fast eine gute halbe Stunde in diesem langen Zimmer warten. Dann flaniert die Prinz mit in Begleitung von zwei jungen Männern rechts und links am Arm haltend in den Raum mit einem Gold-Paillettenkleid gekleidet, hochgeschlossen. Haare hochgesteckt zu einer ziemlich aufwendig gedrehten Frisur. Setzt sich dann elegant in diesen thronartigen Stuhl, schlägt die Beine übereinander, lächelt euch an. Besonders Sam. Ich verneig mich dann ganz kurz und dann mein Prinz. Den Segen der Nacht wünsche ich. Segen der Nacht. Vielen Dank, dass ihr uns etwas von eurer kostbaren Zeit erübrigt. Ja, es ist viel zu tun. Tito. In dem Moment lässt sie einen von diesen jungen Männern halt gerade los. Die ziehen sich dann gerade zurück. Schaut so ein bisschen hinter denen her. Wir würden gerne mit Isaiah sprechen. Oh, und dann kommt ihr zu mir. Damit ihr darüber informiert seid, was unsere Absichten sind. Und wir sind noch nicht dazu gekommen, dass ihr mir sagt, wie ich Isaiah am besten erreichen kann. Was wollt ihr denn von ihm? Wir untersuchen immer noch das Verschwinden von Angela, beziehungsweise sie ist ja jetzt Gott sei Dank wieder da, aber was genau ihr zugestoßen ist. Und dann das... Sollte man denn mit Isaiah besprechen? Er hat ja seine Informationen alle geteilt. Also frag doch Angela selbst. Ihr habt gesehen, in welchem Zustand Angela ist, oder? Leider ist bei ihr noch nicht so sonderlich viel an Informationen zu bekommen. Und ich hätte mich wirklich gerne mit Isaiah darüber unterhalten, über die genaueren Umstände dessen, wie er sie aufgefunden hat. Er hat sie in diesem Bunkertrakt gefunden. Ja, trotzdem. Das weiß ich, aber ich würde trotzdem gerne nochmal mit ihm persönlich darüber sprechen. Dann werde ich ihm wohl eine Nachricht zukommen lassen. Ich sollte eine neue Harpie bestimmen, die das für mich macht. Habt ihr schon jemand im Auge dafür? Es ist alles ein bisschen übersichtlich geworden hier in dieser Stadt, nicht wahr? Irgendwie... Weiß ich nicht, es gibt nicht viele Kainiten, mit denen ich so auf diese Art und Weise gerne zusammenarbeiten würde. Ich würde ja Ellen die Aufgabe wieder zuschustern, aber ich denke, naja, sie hat anderes zu tun. Warum nicht Ellen? Ich denke, sie hat Besseres zu tun inzwischen. Nun ja, ich glaube, ihr würde seine Aufgabe gut tun. Bevor sie vorhin in Trübsinn verfällt. Liegt das nicht in der Natur der Sache, dass ihr, dass euer Clan ein bisschen dazu neigt, in Trübsinn zu verfallen?
Seid auch alle Melancholiker, habe ich gehört. Immer diese Vorurteile und... Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich kenne ja nur wenige. Edo kannte ich. Edo war nett. Und eigentlich kein Melancholiker. Ich glaube, für Ellen war das einfach ein schwerer Schlag, dass sie ihr Amt verloren hat, weil sie es immer so gerne getan hat. Und weil sie die Strukturen hier ebenso gut kennt. Ja, und Partys ausrichten war schon immer ihr Ding, das stimmt. Auch wenn die langweilig waren. Da gefällt mir der Club viel besser. Ich sollte da vielleicht die Tage mal meine Aufwartung machen. Du kennst ja das Programm, wann welche Musik läuft. Ja. Ich denke, so eine geschlossene Gesellschaft wäre ganz gut. Vielleicht dann nicht morgen. Das ist, glaube ich, etwas zu plötzlich. Wir müssen ja auch erstmal die Werbetrommel rühren und ein bisschen Klientel anschaffen. Ich kann den VIP-Bereich jederzeit reservieren lassen. Hervorragend. Ja. Um es richtig schön zu machen, wäre es allerdings gut, wenn ich es am Abend vorher schon weiß. Dass man das auch deinen Ansprüchen... Nichts für kurz entschlossen, also. Man kann ihn jederzeit freiräumen, aber um ihn wirklich angenehm auf deine Bedürfnisse zu gestalten, bräuchten wir ein klein wenig Vorlaufzeit. Vielleicht komme ich hin und wieder mal inkognito. Wisch mich unters Volk und so. Schaut in Richtung Bruce. Mein Gesichtsausdruck ist eben jener. Seriös nichtssagend. Ja. Und du arbeitest jetzt mit diesen zusammen? An dieser Angela-Sache oder wie? Nun, habt ihr die, Bruce und Angela verbindet eine alte Freundschaft. Habt ihr die Sarah schon erhört? Wir sind noch dabei. Ein gutes Verhör ist ein mehrstufiger Prozess. Ich hörte davon. Ich hoffe, dass das kein Fehler war, dir zu vertrauen, Ronan. Was diese Sache angeht. Ich glaube, auf diese Art bekommen wir alle genau das, was wir möchten. Ich habe mit Wanze gesprochen. Er hat mir erzählt, was du mir nicht sagen wolltest auf dem Elysium. Das, was das Tattoo war. Es stimmt mich doch mehr als unruhig. Ich wollte keinen öffentlichen Lynchmob. Und nicht so viel Aufruhr. Die Emotionen in dieser Stadt hier liegen momentan ziemlich blank. Gerade mit dem Verschwinden von Angela, die ganzen Anschuldigungen oder potenziellen Vorwürfe, die am Elysium erhoben worden sind. Der Tod von Joe. Das Wiederauftauchen von Angela in diesem Zustand. Es war besser, sowas erstmal nicht an die große Glocke zu hängen. Du möchtest doch hier keine offene Unruhe in der Gesellschaft der Stadt haben. Oder auf kommendes Gerede, dass der Abbott hier wäre. Und was ist, wenn er hier ist? Davon ist nicht auszugehen. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Möglicherweise, das ist der Punkt, den ich angesprochen hatte, wegen, wir sollten bedenken, dass uns Malcolm, was die zweite Inquisition angeht, wahrscheinlich nur Zeit erkauft hat. Es ist nicht ausgeschlossen. Ihr Blick wandert rüber zu Scarlett, reibt sich dann so ein bisschen über die Wange. Bin hier, um zu beweisen, dass ich eine freundliche Kameralistin bin. Ihr solltet euch von solchen Vorurteilen wirklich lösen. Und
nicht vom Clan auf die einzelnen Mitglieder der Clans schließen. Dennoch habe ich durchaus Interesse an der Clanszugehörigkeit von Ihnen. Oh, glaub mir, ich habe ein Auge auf Scarlet. Nein, darum geht es mir gar nicht. Was geht's dir dann? Wenn wir schon einen so Camarilla freundlichen La Sombra hier in unserer Stadt haben, nicht wahr? Wie auch mein Erschaffer. Sollten wir das nutzen, wenn wir es mit dem Sabbat zu tun haben? Was schwebt euch vor, mein Prinz? Wie wäre es mit Informationen über den Sabbat? Vorgehensweisen, Unterschlüpfe? Das kann ich euch alles abschreiben aus diesen Büchern. Und ich halte wieder diese gesammelten Werke hoch. Aber das ist halt theoretisches Wissen, was andere über den Sabbat geschrieben haben. Ich selbst war nie zugehörig dieser Sekte. Ich wurde in dieser Stadt gewandelt als Mitglied der Camarilla. Was mein Sire vielleicht vorher gemacht hat, weiß ich nicht. Nun, geduldet von der Camarilla. Aber wie dem auch sei, ich habe euch ja angeboten, diese Stadt soll ja eine offene Stadt bleiben, aber nicht zu offen, wenn ich das so sagen darf. Es macht mir schlaflose Tage fast, würde ich sagen. Dieses Tattoo. Es beunruhigt mich zutiefst. Jetzt, wo wir die Anarchen halbwegs im Griff haben, habe ich keine Lust auf noch eine Auseinandersetzung mit blutrünstigen Monstern. Aber die sind schon da, mein Prinz. Ah, weißt du mehr? Nun ja, sind wir nicht auch auf jede unsere eigene Art blutrünstige Monster? Eine Spitzfindigkeit. Wir werden dieser Sache nachgehen und wir werden herausfinden, woher Sarah dieses Tattoo hat und ob es ihr mit Hilfe von den Tremere beigebracht wurde, weil soweit ich weiß, ist es unser Eins ja nicht mehr möglich, solchen Körperschmuck zu erwerben. Zumindest nicht, nachdem wir gewandelt wurden, ja. Und wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen Recherche betreiben, ob nicht vielleicht, ihr kennt die Menschen, ob sie vielleicht nicht auch irgendwie dieses Symbol benutzen, ohne zu wissen, was es bedeutet, wie sie es mit so vielen Symbolen tun. Sind wir doch ehrlich. Es ist mir ein bisschen zu viele Zufälle auf einen Haufen. Genauso verhält es sich auch mit diesem Bus und Kanistern aus dem Krankenhaus und ja. Aber auch dort. Diese Vorgehensweise passt enorm gut zum Sabbat. Oder? Die zweite Inquisition spielt ein ganz fieses Spiel mit uns, indem sie sich... Die zweite Inquisition ist keine Bedrohung momentan. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Bedenkt, was schon alles geschehen ist, weil man die Menschheit unterschätzt hat. Oder wenn sie uns unterschätzt haben. In den letzten Diese Stadt Jahren ist besonders. Ich denke, das wissen wir alle. Edo hat diesen Deal geformt, den ich für immer schon für falsch hielt. Hat er uns doch in eine defensive Position gebracht. Ich bin lieber jemand, der agiert. Deswegen haben wir diese Terrorzelle der zweiten Inquisition ausgeschaltet.
Ich bin für die Sicherheit dieser Stadt verantwortlich. Und deshalb wiederhole ich mich, wir sollten diese Gefahr nicht unterschätzen. Was plant ihr zu tun gegen die Menschheit? Ich werde sehr genau beobachten, mit Fremden in diese Stadt kommen. Oh, es kommen jeden Tag Fremde in diese Stadt. Nun, so viele jetzt auch wieder nicht. Hervorragend. Ich sehe schon, du bist noch nicht lange in deinem Amt, aber jetzt sehe ich das schon. Ich glaube, na gut, Ronan, du hattest ja nie eine wirkliche Chance, aber ich sehe, dieser Vampir hier hat aus den Fehlern eines anderen gelernt. Darum habe ich diese Entscheidung getroffen, mein Prinz. Nun ist es nicht meine Entscheidung, wen ich zum Sheriff ernenne und wen. Aber wenn wir schon hier sind, in welchem Zeitraum ist es euer Wunsch, dass sich Kaniten, die die Stadt betreten, bei euch melden? Und es ist üblich, dass sie sich so schnell wie möglich melden. Sie sollten auch noch ein Abkommen schließen mit den Anarchen, die ja die äußeren Bezirke der Stadt zugesprochen bekommen haben. Wenn sich da neue Vampire einnisten, wüsste ich ganz gerne auch, dass es da neue gibt. Allein schon, um zu wissen, ob der Sabbat, die Anarchen neue Rekruten bekommen. Momentan sind sie ja ziemlich geschröpft, wie ich das so gesehen habe. Ein paar mehr Vampire könnten allerdings auch in dieser Stadt nicht schaden. Vielleicht sollte ich Erlaubnisse erteilen, Nachwuchs zu zeugen. Meint ihr wirklich, dass das notwendig ist? Wir sollten schon mit unseren Ressourcen umgehen. Einige Reihen sind ziemlich dünn besetzt. Clan Brucha zum Beispiel. Auch Malcolm würde ich ganz gerne zugestehen, dass er ein Nachkommen. Ich denke, Malkafu und der Meer sind gut vertreten. Vielleicht erlaube ich Isaiah auch jemanden. Ich glaube, sein Ghoul hat sich bewährt. Wie sieht es mit Clan Gangrel aus? Wir sind eher rar vertreten, mein Prinz. Zumindest in der Camarilla. Ihr wart. Ja, mein Prinz. Habt ihr mal über Kinder nachgedacht? Bislang noch nicht. Denkt mal drüber nach. Ich werde es bei gegebenem Anlass anbringen, mein Prinz. So ein kleines Schoßhündchen. Lächel nur. Also, ich lächle nicht. Ich lächle nicht. Ron macht mal so die Hand so ganz leicht so Richtung Bruce und klopft ihn so auf den Arm. Ja, sie steht auf, wandert so um den Tisch herum, geht so zu Bruce und fährt ihr so über den Bart. Nur ein Scherz. Das dachte ich mir schon, mein Prinz. Viel dir vielleicht nicht ganz bewusst ist,
Clan Blucher und Clan Gangrel sind mit großem Tamtam aus der Camarilla herausgetreten. Ich habe davon bereits gehört, mein Prinz. Ich möchte, dass meine Regentschaft in dieser Stadt allerdings ein Zeichen setzt, dass wir für diejenigen, die die Camarilla zu schätzen wissen, immer einen Platz haben. Eine noble Geste, mein Prinz, die ich zu schätzen weiß. Immerhin habe ich ja das Angebot angenommen, samt meiner Sire. Vielleicht ist es auch attraktiv für andere deines Clans. Ich habe es bereits einmal angesprochen. Bisher ist die Stimmung, was das angeht, denk kurz nach, durchwachsen. Aber apropos neue Vampire zeugen, wie sieht es, Sam, aus mit den Dünnblütern? Ihre Verfolgung läuft. Wir sollten jeden Vampir im Auge behalten, der noch jung ist. Jeder könnte verdächtig sein, um diese Dünnblüter zu schaffen. Wir sollten vor allem aufpassen, dass keine weiteren von diesen Partys stattfinden. Das sowieso. Und vielleicht sollten wir veranlassen, dass jeder, der dieses Getränk zugeschickt bekommen hat, die Flaschen bei euch hier abliefert. Das wird leider nicht mehr möglich sein, weil ich habe meine bereits weggekippt. Ich hörte davon, dass Pranava seine vernichtet hat. Ich glaube, jeder Kanit in dieser Stadt hat eine hier zugeschickt bekommen. Nun, dann solltet ihr die Order rausgeben, dass wer sie noch nicht vernichtet hat, sie bei euch abgeben soll. Und was soll ich dann damit machen? Ihr nimmt es auch nur Platz weg. Wir werden uns dann um die Vernichtung kümmern. Dann kann ich die ja direkt zu euch liefern lassen. Dann steht das hier nicht so rum. Ich wollte nur nicht so vermessen sein, euch zu übergehen bei dem Vorschlag. Dankeschön. Ja, es gibt so viel zu tun. Werdet ihr Isaiah dann darum bitten, dass er bei mir im Club vorbeischaut? Ich lasse ihm eine Nachricht zukommen. Und ja, ich frage ihn direkt. Es wäre sehr hilfreich für mich, wenn ich auch eine direkte Möglichkeit hätte, ihn zu kontaktieren. Oh, es ist immer möglich. Als eure rechte Hand sollten wir beide eng zusammenarbeiten. Ich denke, das sieht er ähnlich. Bis vor kurzem hat er ja hier über Nacht, also übertagt. Ich bin mir sicher, ihr habt ihm jetzt ein angemesseres Domizil zukommen lassen. Das hatte ich vor, aber er hat abgelehnt. Das sieht ihm gar nicht ähnlich, so unhöflich zu sein zu seiner Prinz. No, es war nicht unhöflich, es war demütig. Ronan, du hast nicht zufällig mit deiner Primogen gesprochen in den letzten Tagen? Zuletzt vor dem Elysium. Gibt es einen Grund zur Besorgnis? Nein, irgendwie sie. Ich habe mich mit ihr unterhalten wegen Sicherheitsbedenken und dem Aufbau und Analyse von blutmagischen Sachen. Ich würde ganz gern hier meine Villa etwas weiter ausbauen, was das angeht, und habe sie gefragt, ob sie mir vielleicht hier zur Hand geht und vielleicht ihre Präsenz hier vor Ort ausüben könnte, anstatt in dieser muffigen alten Kirche.
Das ist sehr großzügig. Ja, natürlich. Ich bin immer großzügig. Ich habe extra, also nun, da es ja hier weg ist, der Gästetrakt ist frei. Nun, ich möchte mich da natürlich nicht aufdrängen, aber ich hatte ohnehin vor, mich vermehrt meinen eigenen Studien wieder zu widmen, und bei der Gelegenheit werde ich gerne meinen Primogen vielleicht auch noch mal näher über euren Vorschlag instruieren und das Für und Wider vielleicht noch einmal durchsprechen. Ich bin sicher, ihr legt ein gutes Wort für mich ein. Weil bis jetzt hat sie sich nicht zurückgemeldet mit einer Antwort, was ich etwas... Schaut so an Sam an, unhöflich finde. Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich für sie. Ich werde sie so bald wie möglich aufsuchen und einmal sehen, was dort los ist. Manchmal neigen wir vielleicht ein wenig dazu, uns in Experimenten zu vergraben und die Zeit zu vergessen. Ah ja, eine Sache noch, bevor ihr geht. Samantha, ich hätte ganz gern dann auch demnächst die Bilanzen des Clubs. Und ich hoffe, er trägt sich selbst. Bisher sieht es ganz gut aus. Hervorragend. Ich bin mir sicher, ein solcher Art Club wird vielleicht auch Vampire von außerhalb anziehen. Vielleicht löst das dieses Problem mit dem wenigen. Deshalb meinte ich, solltet ihr vielleicht wirklich sehr gut bedenken, wie mir das Recht der Zeugung zugestehen wollt, weil möglicherweise ja interessante neue Gesichter von außerhalb zu uns stoßen werden. Und es wäre einfach zu schade, wenn wir vielleicht jemanden... Nun... Wir sollten selektieren. Das Lustige an dieser Stadt ist ja, dass wenn einmal jemand da ist, man, naja, nicht wieder gehen kann. Zumindest nicht auf die unnormale Weise. Allerdings habe ich auch nicht vor, jeden hier zu dulden. Nachher kommen hier nur, keine Ahnung, Kai Tiff rein oder so. Oder Dünnbüte. Oder beides. Oder der Sabbat. Wir werden ein Auge drauf haben. Sind ja nicht alle so hervorragend wie Scarlett. Sie wandert wieder um den Tisch herum, stellt sich dann so neben Scarlett und legt sie so beide Hände auf die Schulter. Nicht wahr? Es ist schön in dieser Stadt. Was ist das, mein Prinz? Schande, Tagle, 3, 2, 1. Und, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, wie ich euch helfen kann? Ich glaube, im Moment sind unsere drängendsten Fragen beantwortet worden. Hervorragend. Ich lasse euch die Bilanzen dann zukommen, und auch sonst könnt ihr meinen wöchentlichen Bericht erwarten. Ja, wir sollten regelmäßig ein Treffen abhalten. Wie wäre es mit einmal die Woche, und dann machen wir das an dem Tag, wo ich in den Club komme? Aber gerne doch. Sehr schön. Und wenn ich nicht kann, dann schicke ich einen Vertrauten. Vielleicht Isaiah. Ich wäre doch ganz gut, wenn es eine gewisse Präsenz gäbe in dem Club. Aber natürlich. Ich werde mein Sicherheitspersonal anweisen, dass ich sehe ja jederzeit vorgelassen wird, genauso wie ihr. Ich bitte darum. Ich meine, Bruce,
kennt ihn ja auch gut. Ja. Das hat Clan Gengul ein bisschen an sich, nicht wahr? Was meint ihr? Leute kennen. Also nun, ich meine, alle möglichen Leute kennen, nicht besondere Leute kennen, aber alle Leute kennen. Nun, ihr wisst ja sicher, dass wir, als er ja ungefähr zur gleichen Zeit in die Stadt kam wie ich und wir auch zu diesem Zeitpunkt Bruce kennengelernt haben, also wir. Ja, wir hatten doch einiges miteinander zu tun und dann noch der Auftrag, den uns Veronica erteilt hatte. Mhm. Von daher ist es kein Problem, dass Isaiah jederzeit vorgelassen wird. Ich werde es ihm ausrichten. Er freut sich bestimmt. Er spricht in den höchsten Tönen von euch. Das ist schön zu hören. Also von euch, nicht von Scarlett oder so. Ja, er hatte leider nicht die Gelegenheit. Ich kenne ihn ja auch nicht. Ja, er hatte leider nicht die Gelegenheit, Scarlett kennenzulernen. Vielleicht können wir das bei Gelegenheit auch noch ändern. Eine Sache noch. Ronan, welchen Groll hat Isaiah gegen dich? Groll? Naja, da war so eine Sache. Ich habe das nachgelesen. Ihr könnt euch nicht besonders gut ab, oder? Ist das nur wegen der Sache, dass du deine Pflichten ernst genommen hast? Damals. Um mein Bedauern, denke ich, geht es um genau diese Sache, mein Prinz. Ich wollte einfach noch meinen Standpunkt deutlich machen, indem ich eben meinen Pflichten nachkomme und ein erstes Gespräch, was ich mit ihm unter vier Augen abführen wollen, führte nicht zu einer gewissen Einsicht. Das klingt ganz und gar nicht nach Isaiah. Vielleicht war er einfach noch verwirrt von den neuen Umständen in der Stadt und Nun, ich meine, ihr seid euch nicht auf dem besten Fuß begegnet. Muss man leider sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt relativ angespannt und dann bist du quasi hereingeplatzt und es hätte besser laufen können und ich denke, im Nachhinein ein zweites Treffen wäre anders verlaufen, wenn ich es jetzt hätte zurückdrehen können. Gut. Ich möchte nämlich nicht, dass es böses Blut gibt zwischen einem ehemaligen Sheriff und dem Seneschall. Das ist gar nicht gut für das Ansehen der Camarilla. Natürlich nicht. Und wir machen ja alle Fehler. Ich denke, wir sollten auch einfach weniger in die Vergangenheit blicken, sondern mehr in die Zukunft. Meine Rede. Ich wusste, ich habe einiges richtig gemacht. Dass ich dich ins Vertrauen gezogen habe, schon damals. Ja. Wir beide verstehen uns auf einem ganz eigenen Level. Nun dann, vielen Dank für eure Zeit. Für dich immer. Verbeugen. Ein dickes Grinsen. Wenn ihr euch verbeugt. Wohnen macht dann so ein kurzes. So verlasst ihr die Villa. Frische Luft. Na, Bruce, so, willst du mal einen Browse-Check machen, um dich zu übergeben? Ach ja, ich kann auch hier mal einen wunderbaren, wie heißt das? Browse-Check war es. Ich darf ja zweimal würfeln. Gut. Ja. Okay, ja. Läuft.
Draußen vor der Hecke wird sich ein Gengor kurz übergeben. Übergeben nicht, aber ich würde halt wirklich so, ich würde also um so eine Ecke gehen und dann wirklich so ein richtig auf den Boden spucken wollen, so ein richtiges so ein richtiges Yellow. Ja, meinst du nicht, dass das jetzt ein bisschen überzogen ist? Ich meine, sie war doch ganz nett. Ich mag es nicht, wenn man mir durch den Bart fährt. Die Kunst, Spitzen zu verteilen und dass man es als direkte Beleidigung versteht, ist wirklich bei ihr ausgeprägt. Und nein, ich schaue so zu Sam, Hündchen. Scarlett, sie mag dich immer mehr. Ja, wir werden beste Freundinnen. Und irgendwann kämmen wir uns gegenseitig die Haare und erzählen uns was über Jungs. Das wäre wieder was für Wanze. Ich will Fanart dazu. Oh Gott, das ist, glaube ich, einer so von Wanzes feuchten Tagträumen, oder? Wie die ganzen weiblichen Kainiten der Stadt irgendwie so Pyjama-Party machen und Schaumparty. Schaumparty im Club. Geschichten über Nosferatu erzählen, ja. Ich fand allerdings, lass uns mal ein paar Meter weitergehen, aber ja. Wir können auch einfach direkt zurück zum Club fahren, oder? Mhm. Keine Ahnung, wie schnell sich Isaiah melden wird, aber es ist wunderlich. Ich gehe davon aus, dass nicht mal die Prinz weiß, wo er ist. Sonst würde sie sich nicht so bedeckt halten. Mhm. Das heißt, er hat einen geheimen Unterschlupf. Den nicht mal der Prinz kennt. Und welcher Prinz lässt sich das bitte bieten? Müsste ein Zähneschal. Jemand, der ihn mag. Ronan, müsste ein Zähneschal nicht eigentlich auch blutsgebunden sein? Ja. Vielleicht ist sie aber für Schleimereien empfänglicher, als ich dachte, wenn sie aus dem eigenen Clan kommen. Das kann natürlich sein. Allerdings fand ich besonders interessant die Info über Veronica. Naja, Veronica sah jetzt nicht so aus, als ob sie Sabra unbedingt gut leiden kann. Nein, aber auf das Angebot, was natürlich nichts weiteres ist als ein Hey, komm her, dass ich dich überwachen kann. Komm her, dass ich dich überwachen kann. Ja, und du arbeitest meine Aufträge ab, nicht deine. Ist es trotzdem eine große Ehre an sich? Und darauf gar nicht zu reagieren, auf der anderen Seite, wer weiß, ob sie die Nachricht erhalten hat. Sie wollte sich doch diese Labore anschauen. Ich denke aber, sie wäre ja trotzdem wieder abends in die Kirche oder am Morgen wieder in die Kirche zurückgekehrt. Vielleicht ich glaube nicht, dass sie dort getagt haben wird. Vielleicht hat sie auch ihr Hobby ausgeweitet, ihre Gule abzumurksen. Ich meine, Veronica. Aber sie ist nicht zurückgekommen von den Laboren. Ein Punkt wäre allerdings, den Gedanken sollten wir festhalten. Ist die Kirche irgendwann frei? Platziere ich da meinen Arsch rein. Oh, super. Sowas von. Der ich dachte, jetzt kommt hier voll die Revelation und jetzt willst du einfach nur Immobilien-Shopping betreiben, sag mal. Nein, ich bin aber Katholik. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde es auch bedenklich, dass Veronica nicht darauf reagiert hat, weil Sympathie hin oder her, Veronica ist lang genug im Geschäft der Camarilla, um zu wissen, dass sie damit mit einer Nicht-Antwort den Prinzen riskiert. Und das würde sie nicht riskieren, vor da bin ich mir ganz sicher. Könnte ein Tremere, der irgendwie beschäftigt ist oder außerhalb tätig, ein Objekt beleben oder sonst eine magische Botschaft übermitteln per einem Boten? Es gibt genug Möglichkeiten. Gar keine Reaktion. Vielleicht sollten wir mal erst bei der Kirche vorbeifahren, ob sie überhaupt da ist. Ich glaube, wir fahren zuerst bei der Kirche vorbei. So schnell wird Isaiah jetzt schon nicht reagieren. Und falls sie da nicht ist und wir auch keine der Gule antreffen, dann gehe ich zurück in den Club, dass ich Isaiah in Empfang nehmen kann und ihr fahrt da raus zu diesen Bunkern und schaut, ob ihr Veronica findet. Ja. Okay, auf! Sehr schöner Schlusssatz für heute.
wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon wieder durch für heute. Ja, und für dieses Jahr. Stimmt. No. Vielen Dank fürs Spielen und euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch nochmal an die Orkenspalter fürs Raiden und für die ganzen Hosts, die noch reingekommen sind, von Vancouver zum Beispiel. Vielen, vielen Dank. Genau. Immer schön zu lesen, dass jetzt so viele, dass ihr euch mit Gedanken macht im Chat und so. Ganz, ganz toll. Ja, Chat-Hype. Juhu. Ja, wir machen vielleicht jetzt gleich noch eine ganz kurze Folge Aftershow-Talk im Anschluss für die Patreons. Also wenn euch das interessiert, schaut mal auf der Patreon-Seite von mir vorbei. Dann da gibt es einiges für Vampire the Masquerade Blood and Sand, ein extra Content. Vielleicht sogar den meisten extra Content dort für Vampire. Hier zu finden. Und wenn euch das überhaupt nichts zusagt und ihr sagt, ich möchte einfach nur die nächste Folge sehen, dann müsst ihr 2 Wochen warten. Wenn alles klappt, dann stürzen wir uns dann wieder in die Stadt ohne Namen und schauen dann, wie es dann in diesem Bunkerkomplex und in der Kirche aussieht, wie es den Anschein hat. Ja. Gut. Ansonsten könnt ihr auch, wenn ihr Rollenspiel generell verfolgen wollt, andere Runden schauen wollt, dann schaut doch auch mal auf dem Nordpol vorbei. Da gibt es einen Eventkalender, wo fast jeden Tag mehrere Streams angeboten sind. Jetzt so zwischen den Tagen ist es ein bisschen weniger, aber die Leute sind ja auch ein bisschen ja, beschäftigter. Und ja, schaut da mal vorbei. Da gibt es unter anderem auch Streams von Rerion zu sehen. Was gibt's denn da zunächst? Ja, also dann kann ich mal 2 Sachen schnell mal nennen. Zum einen, morgen bin ich zu sehen bei Bölle, wenn es mit der G7 weitergeht. Und am Dienstag streame ich dann wieder, und zwar zum letzten Mal in diesem Jahr Call of Cthulhu mit Horror im Orient Express. Wenn da nichts dazwischen kommt, natürlich immer unter Vorbehalt. Und wer dann noch Lust hat, bin ich am Mittwoch zu sehen bei Max Monster auf dem Kanal. Schwer beschäftigter Rerion. Ist denn der Kakko auch so schwer beschäftigt? Ich habe jetzt gesehen, du füllst die leeren Zwischentage mit tollen, einzigartigen Streams auf deinem Kanal. Ja, ob die so einzigartig sind, sind ja schon 19 Stück davon an der Zahl. Aber ja, tatsächlich, ich bin momentan, ja, also beschäftige mich mehr mit dem Tabletop-Hobby. Dazu gibt es dann auch wahrscheinlich noch vor Silvester ein Video. Rollenspieltechnisch aber sieht es dieses Jahr tatsächlich noch mau aus. Wie es nächstes Jahr aussieht, dieses Jahr ist ja auch nicht mehr so lang. Das ist richtig. Ich glaube, auf jeden Fall das nächste Mal zu sehen bin ich am 7. Januar. Da spiele ich wieder Hexen beim D-Rex. Immer. Hexen 1733, ne? Genau. Ja. Und der Meister Umbreon schneit noch rein für ein letztes Huhu und kann sich jetzt noch anhören, was er denn verpasst hat, wenn er noch nie auf Mondis Kanal war. Ja, also bei mir gibt's vorrangig halt Gameplays. Aktuell spielen wir Rise of the Tomb Raider. Da wird's auch morgen weitergehen. Und ansonsten krümelt sich auch langsam das Pen-and-Paper-Hobby langsam auf den Kanal. Und im Januar starte ich dann eine Mini-Kampagne, wo es dann um Haus und Clan geht. Quasi mal so Einblicke in Haus und Clan, wie es da abgeht. Aber noch vor 20, nicht vor 5. Da war die Welt noch in Ordnung. Schade. Schade, schade. Ja, check das mal alles ab. Ja. Dankeschön, dass ihr zuguckt. Und der Feramin könnt ihr natürlich auch noch folgen, wenn ihr Twitter habt. Die postet immer lustige Sachen, vor allen Dingen, wo sie das nächste Mal mitspielt, denn die spielt nicht nur bei mir, sondern auch zum Beispiel beim Rerion und beim Pölle. Also wenn ihr da Fan von der Feramin seid und unbedingt immer auf dem Laufenden bleiben wollt, wo man sie das nächste Mal sehen kann, dann auf jeden Fall ist Twitter die beste Adresse dafür. Und ja, schaut da mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Gut. Für mehr Mondi als SL.
Ja, siehst du, der Umbrion weiß Bescheid. Ja. Ja, wäre ich gleich rot wie eine Tomate. Wow. Bin ja generell für mehr SLs. Ne? Egal für wen. Ich bin auch für mehr hier Kako SL oder so. Mehr bärtige SLs. Ja. Okay. Aber wir schweifen ab. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns auch jetzt schon in. Das ist heute die. Welche Folge haben wir? 45. Die 45. Ja. Folge. Vielen Dank, dass ihr uns 45 Folgen lang verfolgt. Und dass ihr dieses Jahr irgendwie immer so schön dabei wart, kommentiert habt. Wenn ihr das auf YouTube nachschaut, hinterlasst unbedingt einen Kommentar unten drunter. Das ist immer sehr, sehr toll. Ja. Rutscht gut rüber. Seid vorsichtig, gerade in der jetzigen Zeit. Macht keinen Unsinn. Passt auf euch und auf eure Lieben auf. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.